Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stahl und Holz. Jawohl, Mann. Jawohl. Jawohl. Eine neue Woche. Wir haben wieder Donnerstag und ich schaue auf dem Kalender. Wir haben heute den 30. April, einen Tag vor dem 1. Mai, ein Feiertag. Yeah. Heute Abend, es geht gleich los. Wir packen unsere Autos mit nicht vorhandenen Maibäumen und ich weiß nicht, ist das bei euch ein Thema? Mai? Maibäume verschicken, versenden Wie und verschicken? aufbauen? Nee, aufbauen ja, Hier? auf dem Marktplatz, ne, etc. Da wird Ja. dann um den Maibaum gedanced. Ja, das ist da so, wird geschmückt und gedanced. Aber da war ich lange nicht mehr bei Tanz in den Mai, fällt mir gerade ein, so spontan. Also auch letztes Jahr nicht. Warum eigentlich nicht? Ich bin echt ein bisschen euphorisch heute. Ich bin schönen guten Tag erstmal, Lars. Hallo. Wie? Derjenige auf der Hallo. anderen Seite, ihr habt ihn wahrscheinlich schon an der Stimme gehört. Funfair-Block Lars ist wieder am Start auf Guck der mal, anderen der Seite. Ben Hallo. von der Funtime Ich Arena habe gar ist nicht am Hallo Start. gesagt. Das ist, oh Gott. Hallo. Ja, 1. Mai, also bei uns ist das so, in NRW, bei uns im Umkreis so, dass man halt den Damen Maibäume stellt in dieser Nacht. Also kleine junge Birken, die man schlachtet, die mit Kreppbändern versieht in unterschiedlichen Farben. Da kann man zur Gestaltung seinen freien Lauf lassen und dann in der Nacht dann der Liebsten vor dem Haus der Eigentumswohnung oder auf dem Balkon der Eltern, keine Ahnung, diesen dann aufstellt und das heimlich macht und dann die Frauen, die Mädels morgens dann aufwachen, so nach einer Nachttanz in den Mai. Und dann nach draußen gucken und hoffentlich steht da was. Hoffentlich bin ich beliebt. Hoffentlich werde ich geliebt. Und meistens Nicht. nicht. Weinen die dann, haben Essstörungen, gehen wieder zu Bett. Ich werde verrückt. Oh Gott, oh Gott. Ja, nee, aber so ist das hier. Und dann gibt es halt das Schaltjahr. Das haben wir in diesem Jahr. In diesem Jahr ist es halt so, dass dann die Frauen dran sind und den Männern diese Bäume stellen. Und Und Leute, mit die Namen man oder halt. wie oder was? Oder muss ich mir den erraten oder wie? Ja, das weiß man dann nicht. Also meistens kommt dann wahrscheinlich eine Nachricht danach: Schatzi, guck mal, oder hab dich lief, guck mal, ich bin der Schorsch. Ich hab das schon ganz lange im Auge und jetzt 1. Mai. Und da dachte ich mir, ich geh zur Tante Gertrud in die Yacht hin. Und rasier da mal schön die Birke ab. Aber ich bin Und doch schon stell dir vergeben, den Mann. schön vor das Haus. So. Schön. Ne? Ja, Und es ja. gibt auch noch Schandbäume, die gibt es auch noch. Also Leute, die Schande. man dann halt nicht, die man Schande. nicht mag. Da stellt man sogenannte Schandbäume. Du lieber Und Gott. die sind dann halt mit, Achtung, Toilettenpapier, ganz wichtig. Oh, Oder das ist doch gut. OBs oder andere Tampon-ähnlichen Gerätschaften, die normalerweise der Menstruation der Frau dienen, werden die dann bestückt und dann vor dem Haus gestellt, der Dame oder des Mannes. Was macht ihr denn alles in Ja. wie heißt auch nochmal? NRW? NRW. Und der Trend geht auch zum Maiherz. Das ist ja dann für die Leute, die dann halt zu so faul sind, das dann zu basteln, diesen Baum zu holen, dann zu schmücken oder auch diese Maiherzen kann man auch mit Krepppapier selber machen, kann man die auch im Blumenladen kaufen, das ist dann halt auch noch so eine Sache. Kau wieder Und es lieber. gibt hier so im Kreis die Maijugend, das sind dann, frag mich nicht, da bin ich dann wieder zu Städter, zu viel Städter, aber die so im Umkreis, die haben, da gibt es Vereine, da kann man sogar, das ist ein bisschen Prostitution, muss man wirklich zugeben, man kann Jungfrauen, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig jetzt formuliere, aber Frauen, die noch, ne, ich sag jetzt mal, unten zu sind, Ja. kann man dann ersteigern für den Tanz in den Mai, glaube ich, als Partnerin zum Tanzen oder für die eine Nacht. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da alles passiert. Es wird auf jeden Fall, man sucht einfach wieder nur einen Grund, um zu saufen und da geht dann die Bauerjugend, die sind dann mit dem Trecker unterwegs, die klauen sich dann gegenseitig die Maibäume aus dem Dorf gegenüber. Da gibt es dann Straßenschlachten, Polizei muss eingreifen und ja, tausende Tote und Verletzte. Also So so irgendwie. wild. Ja, wie die Bauern halt so sind, ne? Liebe Grüße gehen nach Heinsberg und nach, weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht, vor Köln, Bergheim. So, Bergheim, da wo es Bergheim nach kenne Gülle ich. riecht.
Ja, da wo es nach Gülle riecht, da ist es dann, da ist sowas Brauch, glaube ich. Oh Gott, jetzt habe ich Leute verheiratet. Naja, Hauptsache, sie haben Spaß. Hauptsache, die haben Spaß, ja. Und du hast jetzt keinen Spaß, wir können ja gar nicht tanzen. Also in den Mai tanzen, nur zu Hause rumsteppen, ne? Ja, kannst du ja Das geht ja schon. Du nicht. kannst ja rumsteppen. Ansonsten, bedancen ist groß nicht, ne? Trinken. Auf jeden Fall habe ich erstmal mein Auto Sommerreifen Ja, raufziehen hier bei einer Werkstatt. lassen. Obwohl ich ja nun nicht sehr weit fahre, ne? Das ist, aber ja, da haben wir natürlich gleich wieder was gefunden und gesagt, ja, hier die Batterie, ne? Also hier schon, die muss neu und Bremsflüssigkeit müssen wir wechseln. Also wenn Sie ins Autokino wollen, dann brauchen Sie auf jeden Fall eine neue Batterie. Und, das oder so. Und sie kommen hier nur mit Sommerräder rauf. Und ich sehe, sie haben noch Winterreifen. Nein, kein Einlass. Ah, ja, genau. Ja, ich habe jetzt Sommerreifen unterm, also ein Profil unter den Schuhen, aber mehr brauche ich, glaube ich, auch gar aktuell nicht. Sag mal, ich bin mit einer Tankfüllung komme ich normalerweise so eine gute Woche hin. Ich habe jetzt eine Tankfüllung 1,5 Monate. Krass, Und es ist ja. gerade so günstig und ich muss einfach immer noch nicht tanken. Also wir Ja. waren gerade bei 1,11 Euro, glaube ich, am Wochenende, bei Ja. uns hier in Aachen. Ich würde so gern tanken, aber Ich ich würde muss so noch gerne nicht. Das tanken, dass man das nochmal hört. ja. Hallo Frau Aral, ich möchte gerne tanken, aber ich brauch's nicht. Ja, eben, da Was könnten wir mache auch ich mal so einen da? leckeren Wunderbar-Riegel oder so einen Beefy aus der letzten Sendung Karazza. nochmal dann holen. Ist schon wieder Carazza. 100, 100, Ja, aber 100. das sind so Sachen. Also, das sind so die Ja. alltäglichen Probleme in der Corona-Krise. Wenn irgendwas günstig ist, dann braucht man es nicht. Und das, was man braucht, zum Beispiel Blumenkohl, da kannst du dann 4 Euro für bezahlen. Die Gemüsepreise steigen in die Höhe momentan. Hast du auch mitbekommen? Deswegen esse ich nur noch Gummibärchen. Ich mache da mal so einen großen Bogen rum um Gemüse. Aber ich habe gesehen, Weiß ich dass gar nicht, was ist. Joghurt teilweise echt, ja, dass sie da kleinere Verpackungen haben, ne? Also, ich Ja, glaube aber auch schon die seit ein paar Schlingel. Wochen, ein paar Monate bei Ehrmann zum Beispiel, dieser Grand Dessert, da waren früher 200 Gramm drin, jetzt sind da nur noch 190 drin. Zum gleichen Ja, Mann, Preis. Ist mir Kaiser verarscht aufgefallen, ich nicht sage, mehr, hä? Mann. Warum ist denn der Becher, hä, warum ist denn der so klein? Und dann gucke ich drauf, tatsächlich 10 Gramm weniger drin. Es ist ja, man sagt ja, im Alter schrumpft man auch. Vielleicht liegt das ja auch, ist das ja auch bei so Joghurt und sowas so. Ja, weiß ich Das auch ist immer keine. nicht. Keine Aber Ahnung. du bist ja auch so einer. Also wenn man sich mal so Lars Werdegang so anguckt, so was er vor Funfairblog gemacht hat, also da sind schon sehr ein paar sehr lustige. Er war auch schon vorher bei Fun Fact, auch schon vorher bei YouTube unterwegs. Ich glaube mit einem Kollegen, ne, mit einem Freund oder so, da hast du so kleine Marco, Videos mein Kumpel, ab und ja, an produziert, ja. mit einem ehemaligen Ex-Kollegen, ehemalige Ex, wie gesagt. Also, ja, wir haben beide damals früher bei Saturn gearbeitet, ja, und da haben wir ein paar Videos rausgeballert. Da habt ihr auch so, ja, so Produkttests gemacht und so, Ja, ne? das war, ach Gott, das Und war. ich kann mich an ein Video noch erinnern, da hast du dich bei irgendeiner Limo, wie war das nochmal? In einer Limo beschwert, dass sie doch Fritz-Cola. irgendwie eklig war oder dass sie nicht richtig verpackt war. Ja, genau. Fritz-Cola Und war dann das hast du da so ein damals. Fritz-Cola, genau, und Ja, dann hast du ja. da so ein schönes Paket bekommen. Ja, er ist mit Nachdruck. Ja. Ich drucke Aber mit der wenn der Presse. Lars irgendwas anpackt, dann lässt er da nicht locker. Nein, das war, ja, da hatten die erst so komisch geantwortet und gesagt, ja, ist bestimmt wieder in der Kiste runtergefallen oder sowas. Auf jeden Fall, der Fehler liegt bestimmt ne, an den Kunden. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, geantwortet, ich weiß gar nicht mehr was. Und dann habe ich CC sämtliche Bild.de, Spiegel TV, alles CC genommen. Die lesen das natürlich nicht, aber das wissen die ja nicht. Ne? Einfach ein CC genommen und dann haben die auch sofort reagiert. Und dann haben wir so ein Paket geschickt. Oh, geht doch. So, und PS, ich bin Deutschlands erfolgreichster aufkommender YouTuber. Nee, da war ich noch nicht. Keine Ahnung. Da war ich noch Mini. Mini bin ich ja immer noch. Also, nee, keine Ahnung. Hätte die gar nicht beeindruckt, sondern eher, wenn du das CC an diverse Presse- oder Ja. Medienmagazine schickst, dann. Und an Frau Merkel habe ich es auch geschickt. Ja, genau. Frau Richtig. Merkel. Ja, in Danke. meiner Brause war keine Kohlensäure drin. Kümmern Yes. Sie sich da mal drum. Ja, genau. Überprüfen Sie mal Ihre Maschine, die ist bestimmt kaputt. Ja. Ja, haben wir überprüft. Und? Nichts gefunden. War denn Ach da ja. wirklich noch was oder wolltest du noch was Kostenloses abstauben? Komm, gibst du. Nö, ich wollte an sich nur erstmal sowas kostenlos abstauben.
Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Nee, Moment. Da war eine Flasche, ich habe mir eine Kiste gekauft und die Kiste war damals, hat die 16,90 € gekostet. Heute, glaube ich, knapp über 20 €. Auch teurer Was so geworden. teuer? Ja. Boah. Eine Kiste Fritz Cola ist richtig arschteuer. Ja, da wird natürlich erstmal nur gesagt, ja, vegan. Und vegan heißt automatisch, ist eigentlich wie eine normale Cola, aber nur teurer. Ist genau mit einem Das ist das Bio-Siegel. Label Ne? Machst ein vegan, Bio-Siegel drauf und dann kannst du schon mal einen Zehner mehr nehmen. Ist das Bio? Ja. ist krumm gewachsen, deswegen, Ja, ja. genau, wir haben es mit der Hand gepflückt. Und ja, denn da war das so, dass, glaube ich, ein oder zwei Flaschen, da war dieser Deckel nicht richtig zu und dann konntest du das natürlich nicht trinken, beziehungsweise war der Kohlensäure schon mehr als raus und es war widerlich. Und da habe ich gesagt, nö, bei dem Preis, nö, ne, da schreib's mal hin. Da Und lässt der Papa sich nicht lumpen. nee, genau. Und ja, die ganzen Chargennummern, Bildchen geschickt und und. Und ja, du bekommst erstmal so eine Antwort, ja, nee, ist wahrscheinlich irgendwie diverse Flaschen runtergefallen oder, ne? Punkt. Wenden Sie sich bitte an den Händler. Ja. Nö. Man hat gesagt, nö. Ich wende mich jetzt an den Hersteller. So, und dann, wie Und mit gesagt, Erfolg. einfach in den Gesprächsverlauf CC an eben diverse Pressemedienvertreter einfach geschickt. Wie gesagt, den Tipp hatte ich, glaube ich, von irgendeinem Hörbuch, Ja. wo die dann auch den Tipp gegeben haben, also wenn sie mit einer Antwort nicht zufrieden sind, dann verhelfen sie so ein bisschen Nachdruck, indem sie einfach diverse Medienmagazine in CC nehmen. Die werden mit Sicherheit nicht gelesen, also die werden einfach gelöscht, aber der Empfänger kann ja nicht sicher, kann ja, es kann ja sein, dass jemand einen Bericht überbringt und kann ja sein, ne? Weiß man ja Ja. nicht. Und da reagieren die dann meistens immer, ach komm, hier, schick den Dödel da eine Kiste und dann soll er, ne, dann soll er den Mund halten. Ja. Ja, also vielleicht auch für euch da draußen, wenn ihr mal Probleme habt mit eurer Jahreskarte von Park XY, schreibt den Park auch dann auch so eine nette Botschaft und alle anderen Parks in Deutschland in CC hinterher. Du lieber Gott. Du armes Kind, komm, du kriegst von uns eine Jahreskarte umsonst und das von allen Parks. Ja, ching, ching, Ja. ching. Ching, ching, ching. Ja. Ding, Klasse. ding. Aber das ist, ich habe auch immer so das Problem, ich glaube, das hat ihr auch schon mal erzählt, wenn ich irgendwas kaufe, dann habe ich immer so das Verlangen, nicht immer das vorne im Regal zu nehmen, sondern immer nach hinten zu greifen, weil ich immer Ja. denke, ja, vorne, das haben immer viele in der Hand gehabt, das könnte vielleicht kaputt sein. Und dann ist aber das Problem meistens, dass ich dann trotzdem so Pech habe, dass dann das, was ich dann halt nehme von hinten, meistens das Kaputte ist. Ja, Da das ist dann kenne auch ich schon so auch. viele Sachen irgendwie, ja. Aber Ja. naja, so ist halt Leben. That's life. Das That's ist, das sind die life. Probleme des kleinen Mannes, sind das. Ja gut, wir sind ja auch kleine Männer. Ja, klar. Kleine, genau. Ja, und so kleinen Erfolg mit ein paar Flaschen da so umsonst, ist doch supi. Ja, das war Ja. cool. Noch ein bisschen Merch, gab es noch einen Flaschenöffner und keine Ahnung, was da noch mit drin war. Irgendwelche Karten, glaube ich, noch irgendwelche Aufkleber. Also so ein bisschen Merch noch, ne? Ja. Genau. Nö, das Ja. war Also, gut. wenn, falls ihr da nochmal Interesse habt, was Lars vor Funfairblog gemacht hat, ich glaube, der Kanal ist auch noch auf deiner Seite verlinkt, ne? Auf Ja, deiner. geht man einfach auf Funfairblog Zweitkanal, habe ich den, glaube ich, umbenannt. Also einfach auf funfairblog.de gehen und dann rechts ist der Kanal verlinkt. Wäre Das aber schon Geilste, was lange ich her. irgendwann mal gesehen habe, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie nach einem Video von dir suchen, was ich irgendwann mal gesehen habe. Das ist aber jetzt auch schon Jahre her. Und dann habe ich irgendwie Funfoblog angegeben und dann gab es von so einem kleinen Jungen, liebe Grüße, wenn du das vielleicht hörst und immer noch irgendwie Lars Videos guckst, Funfairblog-Fanboy oder so, oder Fan, der dann irgendwie so ein Interview gemacht hat und so sich so ausgegeben hat, als ob er du wär. Und dann musste so seine etwas ältere Schwester irgendwie herhalten und hat dann mit denen so ein Interview gemacht und die war total genervt. So, oh Mensch, jetzt komm, jetzt mach doch. Und da hat sich so total aufgeflossen, als ob er jetzt so der, weiß ich nicht, der Megastar, weiß ich wieder. Ja, also, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also, wie ich jetzt auf diese Idee gekommen bin, diesen Kanal zu gründen, das kam einfach so aus mir raus. So, weißt du, so irgendwie so. Und die liest immer diese Fragen vor, die er dann halt sich selber stellen will, die Schwester dann so vorlesen muss. Und dann so, boah, wann ist denn der ganze Kack hier endlich vorbei? So. Oh Gott, oh Gott. Richtig, richtig geil. Also, Gott. liebe Grüße an dieser Stelle. Grüße. 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 Hör mal, es ist schon warm draußen, ne? Und es Ja. ist Frühjahr und es ist Zeit der Erdbeeren und der Spargelstängchen. Bist du dafür? Bist du so ein Spargelliebhaber? Negativ.
Gar Ich nicht. nehme zwar eine gerne eine Spargelsuppe, aber nicht Ja. mit so Spa ja, Spargel zur Not, so Aber kleine nicht mit Stückchen. Spargel. Nicht mit Spargel. Bitte nur mit ganz Eine kleinen vegane Stückchen. Spargelsuppe, bitte. Dafür aber mit dicken, fetten Fleischklößchen drin. Das finde ich geil. Oh. Schön Weißt du, mit so. was ich an so einer Spargelsuppe aus so einer Tüte geil finde, wenn die sich nicht so aufgelöst ist, so richtig aufgelöst hat und dann sind noch diese kleinen Klumpen drin, wo denn. Und die dann im Mund. Oh, ja. Aber Spargel, du magst keinen, so keinen Spargel. Du weißt ja, Nee. Spargelsuppe. Ja, Also. Spargelsuppe ist genehmigt. So wie bei einer Hochzeit oder sowas, als Vorspeise so, ne? Also mit so kleinen Ja. Spargelstückchen, jo, mit riesen Fleischdingern drin, ist okay. Aber nicht so Spargel, so große Spargel. Nö, das muss nicht sein. Jetzt hatte ich gedacht, jetzt können wir mal die heißen drei Spargelrezepte vorlesen, aber geht dann halt nicht, ne? Heißt. Spargelsuppe. Bin fertig. Spargelsuppe, Spargelsuppe kalt und Spargelsuppe lauwarm und Spargelsuppe heiß. Und In meiner heißen drei. Spargelsuppenknorr-Tüte. Ja, aber also ich esse eigentlich sehr, sehr gerne Spargel. Und Was? das Gute ist, ja, ein Tipp vom Küchenmeister Ben. Wenn man Spargel kocht und den schält, diese Schalen nicht wegschmeißen, ganz wichtig, nicht wegschmeißen, denn daraus kann man nämlich nochmal eine ganz leckere, schöne Spargelsuppe für den Lars kochen. Kann man echt machen. Ja, das Wirklich. Und stimmt. auch von den Lauch. holzigen Stückchen. Es gibt so viele Spargelrezepte, aber irgendwie esse ich immer nur dasselbe. So Spargel mit Ja. Sauce Hollandaise und dann Oh, daneben, Sauce so, also Hollandaise. als Beilage, Toast, das wird in Milch eingetunkt mit einem Ei drin. Da kommt dann Muskatnuss, Pfeffer, Salz rein und das wird dann halt Muskatnuss. zusammengestampft, gematscht und in der Pfanne angebraten. Das ist dann sowas wie, weiß ich nicht, Knödelersatz. Schmeckt mega geil und dann halt nochmal die Soße Hollandaise drauf. Oh, ich krieg schon wieder Hunger. Oh Lars, Gott, lecker, ey. Ich lecker. will wieder was Und also bestellen. das Einzige, was ich an Spargel nicht mag, ist der Klogang danach. Also das stinkt wie die Pest, ne? Da riecht der Urin. Sehr spargelig, also ganz komisch. Also es ist aber Interessant. schon eine Viertelstunde, nachdem du das gegessen hast, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also zum Glück haben wir so einen Drücker, kennst du das, wo dann so Blumenduft aus der Wand kommt, so ein Ding. Ja, Airwick, Ja, oh der ja, Kram aber da also heißt. Spargelpisse ist echt nicht, nee, ist Oh. eklig. Aber gut, dass mein WC frisch heißt. Spaß, Diese Spitz. Frische. Ne? Ja, und Erdbeeren? Erdbeere ist Na auch schön klar, mit Sahne oder Erdbeeren. so. Ja, Erdbeeren mag ich gerne, ja. Oder Erdbeerkuchen. Nur so oder schön mit Sahne, Eis oder Mit Pudding? Eis. Mit Eis, schön mit Eis. Mit Oder Eis, mit lecker oh, schön. Oder Spinätchen. schön. Bist du eher so der Typ wirklich so mit Zucker oder eher dann so wirklich so mit Sahne, Eis oder sowas? Also viele machen das ja so an. So, also was heißt an? Nö, ich Also mach mit Zucker so. beides. Ja, beides. Mal mit Zucker oder auch mal nur mit Erdbeer. Also, ja, weiß ja, was ich meine, ne? Also nur mit Zucker oder aber so mit Milch nicht. Ja, Bäh. ich habe jetzt letztens gehört, ich glaube, Asylanten durften ja sonst irgendwie nicht in Deutschland arbeiten, aber weil es die Spargelsaison ist und die, ich sage jetzt mal, billigen Arbeitskräfte aus den umliegenden Ländern nicht nach Deutschland kommen, oder nicht in den Scharen wie sonst immer, um Spargel zu stechen in Heinsberg oder weiß ich wo, liebe Grüße, dürfen jetzt Asylanten wohl auch diese Arbeiten verrichten. Auf einmal geht's, ne? Wenn Tja. der Deutsche sich so schade ist, dann dürfen dann auch mal die Ausländer ran. Also, sollen sich mal nicht beschweren hier? Sollen sich mal nicht beschweren? Also, wenn wir denen Arbeit geben, die können doch mal hier was stechen. Wenn sie schon nicht unsere Frauen stechen dürfen, dann dürfen sie wenigstens Spargel stechen. Ja, irgendwie so. Los! Seh zu, in 2 Minuten hast du das Feld fertig. Ansonsten, c'est la vie. Alter, Spargel stechen, das wäre auch ein Job, ne? Ja, das ist, da geht ja der Rücken im. Ach komm. Spargel stechen, Spargel ist ja eigentlich wie so ein kleiner Maibaum, ne? Der muss jedes Mal gefällt werden. Ganz viele kleine Maibäume. Ja, lauter kleine Maibäume. Also kleine, Oh, also jetzt. beim Spargel sind ja die Spitzen das Beste, ne? Ich habe keine Ahnung, ich mag keinen Spargel. Ich Muss mal probieren, Lars. nee, ich habe es schon mal Komm probiert. einmal. Bäh. Pfui. Bah. Nee, mag ich nicht. Ja gut, ja gut. Mag ich nicht, will ich nicht. Wie ihr merkt, also wir sind ja euer beliebter, allseits geliebter Freizeitpark- und Kirmes-Podcast. Ihr merkt es jetzt schon wieder seit fast 20 Minuten, dass wir nur über diese zwei Themen reden. Spargel.
Ich sehe da irgendwie so jetzt so irgendwie diese 12, 13 irgend so von dem Podcast-Empfangsgerät so, was höre ich mir hier an? Jetzt reden die hier irgendwie eine Viertelstunde über Spargel, weil interessiert mich doch nicht, was hier mit Spargel ist. Kommt doch mal zum Punkt. Ich will was über meine Freizeitparks hören, die ich so gerne besuche. Ja, haben zu. So, weiter. Also Spargel ist sehr lecker. Zu, Punkt. Ja. Nein, Bis aber auf also Weiteres. wir haben es ja schon oft gesagt. Also wir nehmen halt immer so ein paar Tage vorher auf. Also wir haben nicht heute wirklich den Donnerstag, sondern wir nehmen wie gesagt früher auf. Wir haben heute Montag. Wir haben jetzt 19:30 Uhr, 36. Mich erreichte eben noch eine Nachricht, dass es heute am Nachmittag im Efteling gebrannt hat. Es gab ein Wie? Feuer im Efteling, Echt? beziehungsweise, ja, das ist ja natürlich immer das, was die Medien draus machen. Im Efteling hat es gebrannt. Es ist nicht wirklich so. Also es ist nicht zu Schaden gekommen, außer ein paar Bäume. Denn das Efteling möchte sich ja erweitern, möchte auf der anderen Seite ja eine Achterbahn bauen. Und dort hat es wohl gebrannt. Es ist sowieso ja sehr trocken. Also bei uns in der Region gab es immer schon wieder jetzt so kleine Feuerchen in der letzten Zeit. In Gummersbach gab es, glaube ich, sogar einen etwas größeren Brand. Es ist halt einfach trocken. Es regnet halt nicht. Heute soll es eigentlich regnen. Bisher, ich gucke gerade nach draußen, ist Blauer noch nichts Himmel. runtergekommen. Ja. Und ich denke mal, dass es da halt einfach, weil es so trocken war, dass es da halt auch irgendeinen Brand gegeben hat. Es kamen da irgendwie drei Fahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge und haben das Ganze halt gelöscht. Das ist halt auf diesem Stück Land passiert. 3 Hektar, eine Erweiterung, wo eine neue Achterbahn, so hört man ja, gebaut werden soll. Und da gibt es ja seit längerem schon Ärger mit den Anwohnern, weil die Pläne denen nicht passen. Und ach ja, wie das halt immer so mit Anwohnern ist. Ganz Man hat kompliziert. das alles so ein bisschen nach hinten verschoben und. Aber ja, jetzt ist es halt so, da hat es gebrannt. Ich glaube, da gab es auch den Gebäudeplan oder Bauplan, den man für das Stück Land hatte, wurde auch vom Stadtrat dann nicht genehmigt und das musste nochmal nachgearbeitet werden, irgendwie so. Aber auf diesem Stück hat es jetzt irgendwo heute gebrannt und ist nicht zu Schaden gekommen. Aber ja, in diesen Zeiten, wo nicht viel an Infos rauskommt von irgendwelchen Parks, sollten wir das auch nochmal erwähnen. Außerdem, ich glaube, das war jetzt gestern. Gestern war Sonntag, genau. Hummelbrummel im Schwabenpark. Die haben ein Drohnenvideo, ne? On-Ride bzw. ein Drohnenvideo ja veröffentlicht, genau, zu der Neuheit. Sieht eigentlich ganz nett aus. Also Hummelbrummel. Ist auch ein schöner Zizi. Name. Hummelbrummel. Hummelbrummel. Brummel. Brumm, 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 brumm. Wenn ich an Hummelbrummel denke, dann muss ich immer an Hubi Bum Hummelbuse denken. Also liebe Grüße hier mal an Vergnügungsparadies. Ach Lang so. nichts mehr von gehört. Lang nichts Ja. mehr von gehört. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch lebt. Meld dich mal. So. Ja. Ja. Übrigens zu empfehlen, den Kanal Vergnügungsparadies. Ja, ich So, steh Lars. weg. Was ist denn sonst bei dir so Schönes passiert? Ja, wie gesagt, Sommerräder bekommen. Nee, nein, Sommer, von Winter auf Sommer umgerüstet. Aber Auto. nicht neu gekauft, sondern wirklich einfach Nee, 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 nur nee, nee. draufgezogen. Komplette Räder, die waren vorhanden und einfach nur umgeswitcht. Und jetzt seit heute tatsächlich neue Batterie noch und Bremsflüssigkeit gewechselt. 225 Euro ärmer. Du lässt dich aber auch verarschen, ganz ehrlich. Ja, weil gut, die Batterie war schon länger. Das, ja. Ja, da Ist muss denn ein er. neuer Kinofilm in Aussicht dann? Ist doch immer noch der Volvo, ne? Immer noch, ja. Kannst dich ja nochmal drüber ärgern. Teil 2. Die, was war das nochmal? Kraftstoffleitung läuft immer noch. Ja, dann. Ja, denn. Nö, Ja, ansonsten sehr schön. ist, ne? Also, vielleicht weiß das jetzt der eine oder andere nicht. Vielleicht willst du mal ganz kurz in 2 Sätzen erzählen, warum, deswegen Kinofilm und so. Ja, guck da einfach auf den Zweitkanal, weil das ist Ja, Mann, jetzt schon. guck doch einfach mal da drauf. Mein Gott, Ja. wie lange sollen wir denn jetzt hier noch warten? Nee, warte mal, Ne? der ist gar nicht auf dem Zweitkanal, fällt mir Nee, gerade das ist bei ein. dir Der auf dem ist. Kanal. Nee, nee, er ist im Hauptkanal, also Funfair-Blog und dann unter Zeig und Dad privat einfach gehen. Das ist eine Playlist, die ich erstellt habe und da ist das Video drin Ja, von dem also Lars hat beim Kinofilm. Sommermärchen mitgemacht von Sönke Wortmann. Er Nee. war auch auf dem Platz neben Jürgen Klinsmann und ist dann mit dem Auto über den Fußballplatz gefahren, als Weltmeisterschaft in Deutschland war. So Ach, war das das doch, meinst du? ne? Ja, Ja. genau. Siehst du, habe ich schon längst Nein, wieder Sönke vergessen. Wortmann-Film, Deutschland, wir sind deine Kinder oder wie hieß Nee, das? Deutschland. Nee, warte mal, wie hieß denn das überhaupt? Deutschland, dein Ein Land geht seinen Selbstporträt. Weg. Also. Das, und man konnte da irgendwie Filmchen einreichen und du hast dich da mega im Auto aufgeregt und das wurde halt auch auf jeden Fall genommen, ne? Genau, für Und den. wurdest dann auch irgendwie eingeladen zur
Nach München, nach zur Premiere mit den ganzen. Stars Hast du auch vom wurden. roten Teppich, Ja. vom roten Teppich da so berichtet? Was war der so? Der Man vom Red Carpet, ne? Das, was immer Ja. sonst Steven Gätjen macht, das warst du da an dem Tag. Ja, also ich habe da für Facebook war das, glaube ich. Ich glaube, für Facebook so ein Livestream-Video gemacht, wo die haben dann auch gefragt: Ja, Mensch, du machst das so mit YouTube, sag mal, willst du nicht für uns so Livestream machen? Dann dachte ich mir, oh, geht vielleicht so 5 bis 10 Minuten oder so, ne? Ich sage: Ja, kann ich machen, was soll ich denn da machen? Ja, einfach nur die Leute am roten Teppich so ein bisschen interviewen. Ich sage: Okay, und jo, wie lange? Nicht lange, eine halbe Stunde. Was? Was soll ich denn da so lange reden? Aber es ging eigentlich ganz gut. Ja, cool. Also, ich wollte. Man hat nachher gar nicht mehr aufgehört zu sabbeln, wo die schon gesagt haben, ja, reicht, reicht. Ja, Moment. Der Film war von Sönke Wortmann. Das war irgendwie so ein Projekt von Wortmann. dem, ne? Was? Sönke Wortmann heißt er da, Sönke oder? Wie Wortmann heißt er? heißt er, ja. Ja. Ja, genau. Kann man auch auf Blu-ray und auf DVD bei Amazon oder sonst irgendwo sich kaufen. Ja, kannst du hier, glaube ich, weil ja bei Amazon Dings, also ich weiß, den Film gibt es auf DVD und man kann ihn, glaube ich, so kaufen. Guckt euch den Ausschnitt an. Könnt euch Wer braucht denn nicht kostenlos. wissen? Die anderen Idioten, die will ich gar nicht sehen. Na, nee, Die also neue mir. ich habe den Nein. im Dings gesehen, im Kino gesehen. Es ist ganz nett so, ne? Aber im Kino, weiß ich nicht. Das sind so YouTube-Schnipsel, das kannst du nicht im Kino bringen. Das ist. Ja, War aber. ja, war aber genau, richtig. Einige Beiträge waren auch nicht schlecht, die waren auch ganz witzig, aber da war auch viel Mist dabei irgendwie. Oder wo du Aber denkst so, das habe ich boah. eigentlich noch nie, das habe ich noch nie geguckt. Du müsstest doch jetzt eigentlich, kennst du IMDb? Das ist ja hier diese Internet Movie Database. Wie hieß das nochmal? Deutschland? Boah. Ach so, Deutschland, dein Selbstporträt. Ein Stern. Ich will das mal gucken. Ach ja, warte mal. Deutschland, dein Selbst. Genau. Deutschland, made by Germany. Ne, hier. Deutschland, dein Selbstporträt. Weil Ja. es gibt ja IMDb, es ist ja die Seite, wo halt, wenn du dich mit deinem Freund, einem Kumpel streitest, ja, in dem und dem Film, da hat der und der doch mitgemacht. Nee, stimmt nicht, das war die und die. Und dann kannst du da drauf gucken, weil da ist jeder Film drin und jeder, der dann ein Actor war und weiß ich was, den kannst du halt da den Cast nachgucken. Ach du lieber Gott. Ja, das ist. Das ist unfassbar. Was denn? Lars hat einen IMDb-Eintrag. Ein was? Ich sehe dich gerade ohne Scheiß auf dieser Seite von Deutschland, dein Selbstporträt. Und dann steht unten drunter der Cast, also wer da mitmacht, ne? Wo man halt Was? immer sagt, das ist doch Sandra Bullock, ne? So, und jetzt steht da Cast. Und der Einzige, der aufgeführt ist, ist Lars Müller. Was? Wo? 100% echt geil. Es ist so. Warte, ich Was? schick dir das mal kurz Schick rüber, mir dann mal den kannst du dir das Link. mal angucken. Das kannst du in deine Vita hinzufügen. Sag mal, wer hat denn selber einen Eintrag bei IMDb? Lars Müller. So, IMDb. wenn man da jetzt drauf, das ist das Geile, wenn man da jetzt nämlich draufklickt, Lars dann Müller, sieht man halt, Star Lars Müller, was für ein Schwachsinn. wo man halt sonst noch so mitgemacht hat. So, und dann sieht man Null. Deutschland, sein Selbstporträt, Actor und dann. Kartoffelkino. Pantoffelkino. Ja, das ist von Massengeschmack TV. Das ist von Holger, ein Format, da war ich zu Gast. Stimmt. Folge 69, 2000. Du hast zwei Einträge bei IMDb, hör mal. Wusste ich gar Du nicht. warst Ich zu Gast weiß bei gar nicht, wo das ist. Pantoffelkino. Ich war Kann im man sich das nochmal irgendwo Pantoffelkino, ja. angucken, dass ich mir angucken. Ich mag Holger sowieso sehr gut, sehr gerne. Ja, Holger Also, ist liebe cool. Grüße an dieser Stelle mal. Grüße. Ich liebe seinen Humor und wie er an Sachen rangeht. Und wir Der hatten ist auch letztens schon mal gut. drüber gesprochen, Ja. mit Kai-Uwe Müller. Also, das müsst ihr, wenn ihr das nicht kennt, geht einfach mal bei YouTube und gibt Kai-Uwe Müller ein. Kai-Uwe Müller. Müller war es, Oder ne? Meier, ne? Kai-Uwe Meier, oh, Meier. Kai-Uwe Meier, genau, sowas. Ja. Ist schon ziemlich alt, aber trotzdem sehr geil. Also, da hat man Ja. eine Rufnummer bei weiß ich wie vielen Gewinnspielen oder so, hat man diese Rufnummer dann mal dort preisgegeben. Und ja, diese Rufnummer war eigentlich nur dafür da, genau aus diesem Zweck zu prüfen, wie man denn damit umgeht. Und dann wurden einem natürlich ganz viele Gewinnspiele und Gewinne angedreht. Das Telefon war wirklich, ging nicht mehr, hielt nicht mehr still. Und man hat diese ganzen
Telefonate mitgeschnitten und es gibt da 5, 6, 7, 8 Videos über Stunden lang, wo einfach nur diese Gespräche mitgeschnitten werden, wo er dann diese Leute die ganze Zeit verarscht. Und dann sagen, ja, Kai-Uwe Müller ist, Meier ist, der ist tot, der ist letzte Woche verstorben, ich bin der Bruder. Und er so, ja, verarsche kann ich mich selber. Und ja, hören Sie mal, wie reden Sie denn mit mir? Also, der hat das immer sehr ernst gemacht und diese Leute am anderen Ende, die waren sowas von dreist. Aber es ist mega, mega witzig. Ja, Kai-Uwe Meier, so war das, genau. genau. Müsst ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Sehr, sehr gut. Lohnt sich, wa? So, ja, sind wir eigentlich total ab vom Weg gekommen. Aber Lars, du hast zwei IMDb-Einträge. Da kann man sich was drauf einbilden, hör mal. Nö, ich wusste gar nicht, was das überhaupt ist. IMDb oder wie das heißt. Ist Das, doch, das das Hammer. Wikipedia? Ja, das Wikipedia für Filme. Ach so. Filmschaffende. Für Ja. Filmschaffende. Na. Ich bin nicht drin. Ich habe mir gerade mal gegoogelt. Musst du doch noch mitgleichen? Ich habe hier Aber gerade eine. du kannst aber dein eigenes, deine eigene Seite kannst du doch jetzt eigentlich, bearbeiten. Kannst du ein Foto reinsetzen und so. C-Rank. Guck mal, du bist. Ach, nee, da muss man irgendwie Premium-Mitglied sein. Aber sehr interessant. Sehr interessant. Hier, der Ja. Star-Meter gibt es, wie prominent du bist. Ach Den du geht es rauf und Scheiße. runter. Ein Starmeter. Ey, was es nicht alles gibt im Ja, Netz. Mein Gott, geil. ey. Man kriegt nichts mehr mit. Nee, nee, nee. Übrigens, was vielleicht der eine oder andere, oh, super Überleitung, was der ein oder andere vielleicht auch nicht mitbekommen hat, das Gruselabyrinth NRW wurde verkauft. Geile Überleitung, Das oder? ist eine super Überleitung gewesen, ja. Genau, ja, in Bottrop, das Gruselland NRW hatte, ich sage jetzt mal ja, finanzielle Probleme, vielleicht auch noch ein bisschen Altlasten. Es war eigentlich liquide, das Ganze, aber hatte halt doch noch ein bisschen mit den, ja, mit den Sachen aus den letzten Jahren so ein bisschen zu kämpfen. Auch diesen Umzug, den man halt nach Bottrop hatte. Man hat ja dann Anfang des Jahres, glaube ich, ein Crowdfunding-Projekt an den Start gemacht, der liebe Holger. Und man wollte das Ganze in Erlebnisfabrik Mysteria, Entschuldigung, Mysteria umbenennen. Und es auf die ganze Familie ausrichten, weil man mit Gruselabyrinth viele, da muss ich mir auch den Schuh anziehen, hatte ich auch sehr lange immer das Gefühl, ich habe Angst, ich hatte früher Angst vor Maces, deswegen bin ich ja nicht hingegangen und habe echt gedacht, das ist immer halt alles nur so Grusel. Bis ich dann wirklich eines Besseren belehrt worden bin und auch zur Presse, beim Presseevent mal da war, es ist halt wirklich was für die ganze Familie und es ist eigentlich sehr, sehr, sehr schön und es ist auch sehr gut, dass es jetzt doch weitergeführt werden kann. Unter einem ja, neuen Geschäftsführer. Und zwar ist das Michael Bierhahn. Und da kam heute eine Pressemitteilung, dass genau dieser jetzt der Geschäftsführer vom Gruselabyrinth NRW ist. Das wird auch erstmal so weiter heißen. Die Erlebnisfabrik Mysteria, die eigentlich angedacht war, wird wohl nicht stattfinden. Erstens auch darum, weil das Crowdfunding leider. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel, 15.000 ungefähr nur eingebracht hat, also viel weniger, als man sich erhofft hat. Und man jetzt doch wieder weggeht, also mit dem normalen Projekt, was man eigentlich angedacht hatte, sollte man auch in Richtung Familie gehen und ja, neue Geschichten erzählen. Jetzt ist es aber so, dass man halt davon wieder Abstand nimmt und der neue Geschäftsführer jetzt wieder auf Horror und Grusel halt setzt. Und ja, genau, das ist jetzt erstmal die aktuelle Nachricht. Wann das Gruselabyrinth aufmacht, ist noch nicht bekannt. Ist ja wegen Corona natürlich auch geschlossen. Aber man plant dann halt an dieser, in Anführungszeichen, Neueröffnung. Ich kann ja mal kurz zitieren. Mit der Übernahme des Geschäftsbetriebs durch die Erlebniswelt Grusel GmbH hat das Bangen nun aber trotz der widrigen Umstände ein Ende. Und ein neues Kapitel in der Geschichte des Grubel-Labyrinths damit sein Beginn. Hinter den aktuellen aufgrund des Coronavirus noch geschlossenen Türen bereitet die Erlebniswelt Grusel GmbH nun seit dem 1.4. alles für eine gelungene Neueröffnung vor. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Paper Dice Solution GmbH, des größten Live-Adventure- und Escape Room-Anbieters Deutschland, nach Umsatz und nach Anzahl der Escape Rooms
bringen sie dabei eine Vielzahl neuer Kapazitäten und Ressourcen mit, die es nun ermöglichen, sowohl neue als auch bereits vorhandene Ideen umzusetzen. In engem Austausch mit den bisherigen Betreibern und Geschäftsführern wird so nun aktuell an einem neuen Konzept und erweiterten spannenden Attraktionen gearbeitet. Und so weiter und so fort. Also, ja, wir haben einen neuen Betreiber, der seine Sache schon versteht, weil er in diesem Business halt schon tätig ist, und zwar im Raum Berlin. Und ja, man arbeitet dann wohl auch noch zusammen, zum Beispiel mit Holger, der ja einer der drei Geschäftsführer ist, vom Gruselabyrinth NRW, oder Geschäftsführer war, muss man an dieser Stelle sagen. Ich denke mal, also es ist ja eigentlich auch das Baby von denen halt gewesen, ne? Die haben es in Kiel betrieben und wieder fern sich, und dann in Kiel und dann in Bottrop, haben es nach Bottrop geholt, um größer zu werden. Ich glaube, es wäre halt schon krass, wenn jetzt wirklich die sich jetzt komplett aus diesem Betrieb rausziehen würden und das jetzt irgendwie fremden Leuten geben würden. Also das Baby, die Ideen, all das, was man da seit Jahren, Jahrzehnten eingearbeitet hat, dass das jetzt komplett verloren gewesen wäre. Ich glaube, es ist halt eigentlich eine gute Sache, erstmal, dass es bestehen bleibt, sehe ich so. Vielleicht auch noch frische Ideen reinkommen auf der, und dass man halt selber dann halt jetzt vielleicht nicht mehr der Geschäftsführer ist, aber trotzdem mit seinen Ideen trotzdem da halt noch weitermachen kann. Auf der anderen Seite kannst du natürlich nicht mehr so weitermachen wie bisher, weil du hast jetzt einen Vorgesetzten, der vielleicht eine andere Marschrichtung vorgibt. Du hast vielleicht andere Gedanken, willst was anderes umsetzen, aber ja, du musst natürlich jetzt deinem Chef folgen, ne? Und dein Baby wurde dir praktisch entrissen und hat jetzt jemand anders, und du bist jetzt vielleicht nur noch der Angestellte. Also ich weiß jetzt nicht, ich will mich auch nicht aus dem Fenster legen, wie jetzt da die Strukturen dann nachher sind, ob man da halt trotzdem noch einen Teil halt hat, aber es ist erstmal so, das Gruselabyrinth ist gesichert. Ja, und man arbeitet halt mit den vorherigen Leuten zusammen. Das heißt wahrscheinlich auch, dass ein Großteil oder vielleicht die ganze Anzahl an Leuten, die dort beschäftigt waren, erstmal auch ihren Job behalten können. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Und dass man dann da halt, ja, trotzdem auf Neuigkeiten und neue Attraktionen dann hoffen kann, ne? Ja, Wie siehst du genau. das? Ja. Ja, ich habe es natürlich auch mitbekommen, dass das Grusel-Labyrinth da irgendwie Probleme hatte und war auch erstmal, ich so, ach, das ist ja ein Ding. War so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es läuft ja immer sehr gut. Aber wie du schon sagst, es gab vielleicht irgendwelche Altlasten oder was, keine Ahnung. Ja, und bin natürlich auch froh, dass die da jetzt irgendwie weitermachen. Hab die Mail auch irgendwie bekommen, dass sie da jetzt. Ja, dass der Betrieb da weitergehen kann. Und klar, die wissen jetzt noch nicht, wann, wann die da öffnen können. Aber ich war da auch seit, ich weiß gar nicht, 2016 war ich mal da, habe mir das alles mal angeguckt und war auch positiv überrascht. Also hat mir sehr gefallen damals. Und ja, vielleicht, je nachdem, wann die wieder aufmachen, dann. Das ist gerade etwas laut hier im Treppenhaus. Achso, sowas. Ja. Da gucke ich mir Wenn das sich gerne die natürlich an, Heizung weil ist, dann ist es die ich. Treppenhaus. Was? Wenn sich die Heizung ist, dann ist es die das Treppenhaus. So, ne? Ich Oh. habe da extra ein Schild aufgestellt. Bitte Ruhe, Aufnahme. Nee, klar, ich freue mich auch, dass es da weitergeht und dass die klar, die Arbeitsplätze da auch gesichert haben oder was. Ich habe mir die Mail noch nicht richtig leider durchgelesen. Ich habe das nur gelesen mit dem neuen Geschäftsführer auch und drückt er natürlich die Daumen, ne? Ja, auf jeden Genau. Fall. Also auf jeden Fall, ich denke mal, Arbeitsplätze gesichert, das ist erstmal das die Hauptsache, und dass die, ich sage jetzt mal, alten Geschäftsführer, ich weiß, wie gesagt, nicht in was, das steht ja auch so in dem, da nicht drin, in was für eine Funktion die dann halt dann später noch tätig sind, im Gruselabyrinth. Aber ich denke mal, man will auch auf die Expertise da noch sich verlassen, ne? Und die auch reinholen, denke ich mal, so hört sich's ja auf jeden Fall an. Und ja. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute, und wenn wieder auf ist, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Dann bin ich So, auf jeden Fall mal am Start. genau. So, genau. Ja, Corona, natürlich auch in anderen Parks Thema,
Und so auch im Walibi Holland, beziehungsweise der ganzen Gruppe um das Walibi Holland, Compagnie des Alpes heißt das Ganze ja. Ich kann es nicht aussprechen. Mit der Französisch Alpen. ist eine Sprache. Ich hasse sie, ich kann sie auch nicht sprechen. Also, sorry. Ist das Französisch oder Spanisch? Französisch, na, das ist eine Französisch, kann ich auch nicht. französische Firma, ja. Parlez Und zwar, wow. Und zwar haben français? die da das Wow. Investitionsbudget für das Geschäftsjahr 2019, 2020 reduziert, beziehungsweise ja, minimiert um 30 Millionen Euro. Was halt ja natürlich der Corona-Krise schon geschuldet ist. Man will natürlich die Mitarbeiter weiter bezahlen können und muss dann aber halt auch gucken, dass man dann halt vielleicht Neuheiten dann nach hinten verschieben muss oder sonst irgendwas oder erstmal halblang macht, um dann natürlich auch liquide zu bleiben. Das gar nicht so einfach ist, weil zum Beispiel zu der Gruppe gehört auch Bellverde in Belgien. Die kriegen in diesem Jahr eine neue Achterbahn, das Futurescope in Frankreich kriegt auch eine neue Achterbahn. Parc Asterix zum Beispiel bekommt ein ganzes neues Hotel. Und ja, also es wird jetzt in den nächsten Jahren dann oder fürs nächste Jahr dann ein bisschen gespart werden müssen. Aber wohl, Walibi hat ja angekündigt, da auch in dem Bereich zu renovieren. Das ist da wohl noch nicht von betroffen. Also diese Renovierungsarbeiten, die da geplant worden sind und die zum ersten Mal beim Walibi Fan Day im letzten Jahr bekannt geworden sind, die werden dann trotzdem wohl abgeschlossen werden können. Ja, da gibt es auch ein Video zu bei mir auf dem Kanal. Da war ich nämlich dabei bei dem Walibi Community Fan Day. Ach nee, warst du auch, ne? Nee, letztes Jahr war ich nicht dabei. Dies ja nicht. Ach Nee, so, leider ja, okay. nicht. Aber so, ne? Ja. Ja, aber so. Aber so, ja, ich denke mal, das ist so das, was ich ja vorher auch schon mal vermutet hatte. Ich weiß nicht, habe ich es hier im Podcast erwähnt, dass ich halt denke, dass man auf lange Sicht, dass man auf Neuheiten, die vielleicht angekündigt sind oder in Parks, die halt Pläne in der Schublade haben, dass die halt dann die Schublade erstmal für noch ein Jahr oder zwei dann halt doch lieber nochmal abschließen, ne? Und erstmal gucken, dass sie halt dann nicht so viel Minus machen durch das Ganze, ne? Das ist natürlich auch klar. Also wenn man halt zu hat und nichts rankommt, dann gibt man halt ungern dann nochmal extra Geld aus. Ja, ist klar. Das ist halt schon. Das machen viele, denke ich mal. Das ist ja auch bei sich Unternehmen so, dass sie erstmal große Investitionen zurückfahren. Ist ja Ja. ganz logisch. Also, du kannst ja nicht jetzt sagen, oh, jetzt haben wir wieder auf, jetzt kann ich mir wieder die Kohle rausballern. Ja, wovon denn? Was ist mit den Kohlen? Was Nimm ist es mit doch den Kohlen? raus. Bist du der Mann mit den Kohlen? Ja, Moment. Ja. Was Und mit den aber Kohlen? Bobby Island zum Beispiel, auch noch eine kurze neue Neuigkeit. Dreamcatcher wird wohl momentan neu angestrichen. Okay. Die Hängeachterbahn im hinteren Teil, die hatte ja auch mal so einen VR-Föhn Ja. für ein Jahr. Er wird nochmal neu angestrichen. Keine Ahnung, ob dann, dann nochmal ein neues Theming drumherum dazukommt. Weil die haben ja eigentlich diese Station erst, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei, haben sie den ja erst neu gemacht. Okay. Sieht jetzt auf jeden Fall viel schöner aus. Ja, jetzt, vielleicht sind jetzt nur nochmal die Schienen halt dran, dass sie nochmal angemalt werden. Ich fand das halt schon ein bisschen komisch, auch mit dem VR. Es wurde nachher nicht mehr angeboten, konnte man nicht mehr fahren, nicht mehr benutzen. Doch die Achterbahnzüge, die hatten diese VR-Technik immer noch an Bord. Also die Brillen waren immer noch an der Seite, die fuhren halt immer noch die ganze Zeit mit. Oder, nee, ganz gar nicht, waren nicht an der Seite. Vorne am Bügel waren die irgendwie so mit Klebeband befestigt. Aber es wurde halt nicht mehr benutzt. Und das ist irgendwie, ich glaube, innerhalb einer Saison haben sie es dann wieder sein gelassen. Ist schon irgendwie traurig. Aber ich glaube, die Filme VR-mäßig im Bobbyland sind sowieso nicht so toll. Dreamcatcher habe ich VR nie gefahren. Okay. Nur Evolution, das fand ich jetzt auch nicht so toll. Ja, Warst du vielleicht. Ja. Schon mal im Bobbyland? Negativ. Ach so, War ich kennst noch du diesen nicht. Ich Park? kenne das Ich erzähle total ja was nicht. von ungelegten Eiern im Hause von Verblock. Ja, so. Wie ist Ach er? so. Weiß ich noch gar nicht. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Da müssen wir aber mal hin. Also wenn du nochmal in der Nähe Ja. bist, ne? Ja, war die wie Belgien selber, war ich auch noch nicht. What? Hör mal, Kenne ich das auch ist noch alles bei mir nicht. um die Ecke. Ist aber die gleich um die Können wir Ecke, eine ne? schöne, Ja. schöne Rundreise machen. Können wir auch machen. Dass Können man wir da mal machen. hindingst und sich das mal anschaut. Wie ist der? Ja. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr mit VR. Nee, dieser Nee. Dreamcatcher da. Nee. Nee. Also ob die jetzt nochmal reaktivieren, weiß ich nicht. Oder ob die VR-Brillen jetzt
auch entfernen endgültig, keine Ahnung. Ich habe jetzt nur gelesen, neue Farbe braucht die Bahn, mehr nicht. Neue Farbe. Naja, süße. Ja. Bitte neu angepinselt. Ist ja auch nicht schlecht. Pinsel, ja. Angepinselt. Genau. Dings ist doch schon angestrichen, ne? Hier im Moviepark die Bahn, ne? Oder ich habe doch da letztens Bilder gesehen. Braun oder was, ne? Lucky Luke the Ja, Ride. genau, Die so. Daltons brechen aus. Ja, der SLC-Großer, der bekommt ja eine komplett neue Thematisierung. Eine neue IP, wie Manuel Protasiewicz so gerne sagt. Ja, Lucky Luke ist ja das Thema. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wie weit diese Thematisierung geht. Ich hoffe nicht, dass es nur ein Anmalen von der Bahn ist, sondern dass es auch noch ein bisschen drumherum kommt. Aber ich denke mal, dass, also das wäre. Tunnel. Ja. Mit Grizzly. Wie hieß nochmal der Hund von Lucky Luke? Rantanplan, ne? Ja, genau, es Rantanplan. kann sein, Den ja. würde ich auch irgendwo gern sehen. So in so einem Tunnel und dann so Da Rantanplan. fährst du dann durchs Maul so. Ja. Ja. Ja, aber ist echt ganz cool. Also, das ist auch wirklich so ein Comic-Held, der irgendwie nie alt wird, ne? Den kennt irgendwie jeder noch. Ja. Obwohl ich jetzt nicht sagen könnte, ich habe jetzt so viel von den Comics gesehen. Also ich weiß, dass es da Nee, damals mal ich habe Filme gab. so Zeichentrick auf, weiß nicht, RTL oder was, wo Ja. das mal damals lief, am Samstag. Oder? War das Samstag? Ich weiß es nicht mehr. Naja, Ich auf jeden weiß Fall als es Kind habe ich nicht. das irgendwie immer gesehen. Ja. Ist auch Nee, das egal. ist. Ja. Ja, aber ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Und die letzten Jahre haben ja immer gezeigt, dass die aus den alten Attraktionen dann durch diese neue Thematisierung ja wirklich was rausholen. Ja. Ne? Ja. Und finde ich halt auf jeden Fall ganz cool. Ja. Auch beim Rapid River fand ich es halt mega cool. Obwohl ich ja immer noch bemängeln muss, man sollte halt nochmal der Pilz, der war früher ein Fliegenpilz, den hat man zum Baum thematisiert und da scheint wieder der Pilz durch. Da müsste man nochmal mit einem Eimer Farbe Okay. drüber gehen. Das hat Ich nicht so ganz hingehauen. fand es schade, Aber ansonsten. am Anfang, wenn du hochfährst, da war da früher so ein Drache oder irgendwas, was runtergeguckt hat. So eine riesige Ja. Animatronic. Die ist ja weg, ne? Schade. Ja. Schade, da fehlt mir noch was. Da müsste man Das eigentlich nochmal. Oder die Animatronic Drachenmaul. irgendwie anders. Irgendwie, die fand ich cool. Die Das fand war ich ja echt cool. damals hier der von der unendlichen Geschichte, dieser Wolf oder was Flughund ist? da. Was? Ich weiß gar nicht mehr. Wie heißt denn der Typ vom Flughund? Von Ja, dieser weiß ich nicht. Flughund da. Ist irgend so ein Ich Hund oder was? Oder so ein möchte mal Drache oder sagen, was? ich glaube, jetzt haue ich voll auf die Kacke und alle erschrecken sich. Ich habe nie richtig die unendliche Geschichte gesehen, weil. Was? Ja, weil, ich weiß ja nicht, Gizmo oder so? Weil Gizmo? ich hatte damals mal mit meiner Cousine hat das mal irgendwie angemacht, da war irgendwie Ostern oder so und da lief das. Und ich habe dann, da wurde irgendwie so ein Pferd aus dem Moor gezogen oder dann doch nicht oder so. Voll Ich weiß auch gar traurig. nicht, ob das der Film war, aber ich habe da so Doch. Albträume von bekommen. Ja, als Und Kind ja. war das schon gruselig. Ja, auch mit dem Steinbeißer am Anfang und Ja. dann mit dem Wolf Ich weiß nicht, wie der und hieß. mit Das dem war so ein ganz. Pferd. Kennt man den Namen? Ja, ich weiß gar nicht, wann. Fuchur Fuchur, hieß der. ja, dieser Glückstrahl da. Fuchur. Aber ich glaube, das war nicht Fuchur. Oder war das Fuchur? Doch, das war Echt? Fuchur am Anfang. Ist Und aber dann haben sie ja gruseliger. dann haben sie es ja nochmal umthematisiert. Dann musste ja die IP entfernt werden. Und da hat man den, glaube ich, umgestaltet. Ja, Ich glaube, das war genau. halt immer noch der gleiche, nur anders. Ah, das kann sein, ja, das kann sein. Aber nur gruseliger. Nur, ja, nur bäriger. Ja, das fand ich cool, diese Animatronic. Aber die, und da ist ja dann nichts mehr. Und, letztes Jahr bin ich ja damit das erste Mal gefahren wieder und dachte ich auch, schade, die ist raus. Aber cool fand ich am Ende, wenn das Licht komplett, also aus ist, ne, dass du da im Dunkeln da bist und rumschipperst. Ja, ich finde sowieso auch im Sommer, wenn sie halt länger aufhaben und es wird dann halt schon düster. Oder nee, Halloween ist es ja eher. Halloween, Dann ja. da noch, ey, dann da rum zu cruisen, wenn es dunkel Geil. ist, macht mega Spaß. Ja. Wie ist Und auch es ist auch schnell das wirklich eine Ding. super Bahn. Also es war es vorher auch. Also mal abgesehen von der Thematisierung her, finde ich den Rapid River so an sich auch schon ganz gut. Also man braucht auch nicht immer so diese Abfahrten, ne? Es gibt viele Rapid River, die einfach komplett ohne eine Abfahrt auskommen, sondern einfach nur halt so wildflussmäßig da rumschippern. Das reicht auch schon. Das muss nicht immer eine Abfahrt geben. Nee, macht schon Spaß. Also schon diese Abwechslung auch mit Tunnels.
Ja, musst durch den Tunnel gehen. Du musst dann, Und dann die ja, ganzen muss. Ritters. Eine Redes. Ich finde das am geilsten, wenn du dann nachher in diesem Kuppelzelt, in diesem reinkommst, also wenn du von draußen wieder reinfährst und dann du das Schwert Excalibur bekommst und dann dieser Sound und dann diese Ja. Fontänen und so. Sehr gut. You win. Ja. Ja, das finde ich Der ist schon cool herrlich. gemacht. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wenn wir dann wieder in diesen Park, in den Movie Park Germany fahren können. Ich Ja. muss mir nämlich noch meine Jahreskarte abholen. Es war übrigens ein Geschenk an Vanessa zu Weihnachten, ihre erste Jahreskarte für einen Freizeitpark. Und ja, was ist? Kommt sie nicht dran. Kann sie auch Kommst du nicht nicht nutzen. dran? Scheiße. Hat sie Ja. wahrscheinlich direkt auch eine Jahreskarte fürs nächste Jahr. Ja, genau. Ja. Ja. Ach, Mann. Naja. Naja, machst du nichts dran. Gucken wir mal, wenn das wieder losgeht. Ich habe letztens gehört, ein paar haben geschrieben, unser ASMR-Special am Ende unserer vorletzten Folge war dem einen oder anderen ein bisschen zu lang. Ja, War nicht so toll. ich habe es extra nochmal aufgerufen, wollte es eigentlich nochmal aufgreifen. Und dann geschrieben. wo war denn das? Also, achso, ein Zuhörer hatte geschrieben. Warte mal. Geht das schon wieder los? Was hat Naja, denn auf ein jeden Fall. Zuhörer geschrieben? Was? Was hat denn ein Zuhörer geschrieben? Hallo ihr beiden, heute mal ein bisschen Kritik. Muss ja auch mal sein. Oha. Also, bis jetzt habe ich die Folgen immer sehr genossen, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber jeder Geschmack ist anders. Aber bei diesem Mal hat mir das Intro überhaupt nicht gefallen. In Klammern, sorry Ben, auch wenn da viel Arbeit drin steckt. Der Mittelteil war wie immer klasse. Ach so, auch mit diesem Star Wars oder mit diesem Dings-Intro meint er oder wie? Ich weiß Ich nicht, auf weiß gar welche nicht. Folge bezieht er Das war sich denn? Folge. Warte mal, ich guck mal eben. Folge 6. Ja, das fand ich auch unmöglich. Also, muss ja nicht jedem gefallen. Ja, mein Gott, ist alles gut. Aber dann zum Ende, das mit den Flüstern. Meiner Meinung nach ein geistiger Totalschaden. Ich habe auch nachher abgeschaltet und mir den Rest nicht mehr angetan. Ich hoffe, dass sowas nicht die Regel wird. In diesem Sinne, macht weiter so, aber bitte ohne die Spökes. Ja, ist Cool, ja. ja, eine ernsthafte Kritik. Vielen lieben Ja. Dank dafür. Ich glaube, wir haben auch den Titel unserer. Nee, eigentlich du bist heute dran mit auswählen. Aber das ist ja schon ein guter Kandidat. Was hat er nochmal gesagt? Jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. Macht weiter Geistiger so. Totalausfall. Nee, was? Ach so, Moment. meiner Meinung nach ein geistiger Totalschaden. Ja, geistiger Totalschaden. Das wäre doch super, ein super Folgentitel, oder? Ja. Aber Aber das liegt ja diesmal bei dir. Ja, das finde ich also. aber auf jeden Fall. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut. Also ich habe es da nur geschrieben, dann auch unter vielen Dank für deine Kritik, glaube ich, habe ich geschrieben, genau. Grüß dich. Ich finde das ja vollkommen in Ordnung. Es kann ja auch nicht jedem gefallen, das ist ja vollkommen Nein, normal. Aber gut finde ich auf das jeden Fall, nicht. dass er schon mal sich die Zeit genommen hat und uns dazu schreiben. Ja, vollkommen in Ordnung. Finde ich auch gut. Ja. Ja. Aber man sollte auch wissen, auf was man sich einlässt, weil es steht Ja, Irrsinn schon mit aber. im Namen drin. So. Naja. Wenn du ein Stück Fleisch kaufst, dann weißt du auch, wo du reinbeißt. So. Aber Ja. ja, es ist auf jeden Fall, nehmen wir uns zu Herzen, wir machen trotzdem so weiter, wie wir Spaß dran haben. Aber ich finde es ja, er findet es ja Ja. auch, ganz ehrlich, er findet es ja auch ganz gut. Normalerweise, ne? Nur wenn man halt, ich meine, keine Ahnung, guckt euch mal so andere Podcasts an, da geht doch viel mehr bekloppte Kacke. Da sind wir noch ganz schön lieb. Aber ja, wie Ja. gesagt, wir brauchen halt auch so Kritik, um halt auch unsere geistige Podcast-Mitte zu finden. Also, So. wenn euch irgendwas nicht gefällt, wir sind auch nicht böse drüber. Klar hat jeder seine Meinung. Wir sind vielleicht auch mal eine andere Meinung als der eine oder andere. Wie gesagt, wie Lars es gesagt hat, es kann nicht immer als jedem gefallen. Und genauso hatten wir jetzt bei dir im Livestream ja jetzt am Wochenende jemanden, mir fällt ja gerade der Name nicht ein, ich habe auch ein bisschen zu spät eingeschalten, der das komplett anders sah mit dem Intro.
Ja, Und stimmt, das ja. halt zum Beispiel ganz gut fand. Aber wie gesagt, das liegt ja nicht nur am Intro, sondern auch an dem anderen ganzen Kram. Ich weiß aber auch noch nicht, ob jeder komplett die ganzen Hinweise aus der Folge 6, war das ja, im Intro alle gefunden hat. Da sind ganz viele versteckte Hinweise drin. Aber Man weiß egal. es nicht. Man weiß es nicht. Schaut es euch nochmal an. Hört es nochmal von vorne bis hinten. Die Jetzt ganzen dabei sein, 2 Stunden. anschließen. Jawohl. Und Jawohl. weiter geht's in der neuen Folge. Genau. Also auch von mir aus vielen lieben Dank für die Kritik und nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Aber ja, es ist halt auch manchmal nicht nur, wir wollen uns ja damit auch ein bisschen abheben von den anderen, die auch Freizeitparkthemen bequatschen. Freizeitpark und Kirmes gibt es bei uns auf dem Kanal genug, deswegen, das ist ja halt auch so, wie wir telefonieren. Das ist auch so die Idee dahinter gewesen. Wir quatschen auch so oft am Telefon und reden dann über ein Thema. Ach, weißt du, hier, hast du das gehört im Freizeitpark? Und dann geht es aber nachher wieder in dieses Skurrile über, weil wir uns irgendeine Kacke ja irgendwie an die Backe labern. Und das ist halt genauso, wie wir telefonieren, genauso ist dieser Podcast irgendwie aufgebaut. Und ja, wir finden es witzig. Wenn andere noch Spaß dran haben, dann umso besser. Wenn nicht, kann halt nicht jedem gefallen. Ja. So, da gab es noch Sorry, aber so viel Werbung muss das sein? Ja, Werbung? weiß ich auch nicht. Haben wir Du zu meinst hier viel? von Meka und den Schogetten und Oh. diesem Waschmittel Ja, und genau. Spiel Von dem haben wir noch Megaperls. nichts überwiesen. Also, da warte mal. Wer war das Ja, noch? weißt du, ich mache hier die ganze Schoketten, auch Arbeit und super. muss man mal sagen, ich bin Kriegst du hier 500 meistens immer Euro. derjenige, der die ganzen Videos und Audiospuren zusammenfügt und die Instagram-Seite pflegt und Lars verwaltet das Geld. Also wenn wir Placements haben, das macht Ja. Lars alles. Ja, Lars, wie viel genau. machst du noch mal an Placements für uns im Monat? 3 Millionen. Ja, seht da, es lohnt sich. Deswegen kann man Wir auch mal irgendwie schmatzen, oder? machen das alles for free. Ja. Gegen ein Überraschungspaket von der Süßwarenindustrie. Hast du auch schon das große Paket von Haribo bekommen mit den ganzen verschiedenen Gummibärchen-Sorten, die Nee. es jetzt gibt? Wie? Also, ich habe die schon fast auf. Ach, Es war echt die? super. Liebe Grüße nochmal an Trolli. Nee, Ah, was habe ich gesagt? Trolli? Was? Ach, Ah, keine Ahnung. ja, wenn wir gerade schon bei Werbungen sind, schaut doch mal bei Funfair Blog im Online-Shop vorbei. Da gibt es ganz tolle T-Shirts. Wie ist nochmal die Adresse? Jetzt Jetzt mit geht das looping.de los. oder wie war das? Was? Unfassbar, oder? .com. Unfassbar oder .com oder merch.fantamarena.de. So. So. T-Shirts von dem oder von dem anderen. Müsst ihr haben. Ja, alle. Damit seid ihr cool. Denkt dran, wenn ihr mehr kauft, habt ihr mehr zum Anziehen. Gott, oh Gott. Mein Gott. Es gab aber auch in der nächsten Folge, wo war das? Folge 7, von dem gleichen Zuhörer wieder Lob. Ja, das war eine Folge nach meinem Geschmack. Weiter so. Die letzte Folge vergessen wir mal. Welche Folge war Und das denn? Wo haben wir denn da Werbung Folge gemacht? 6. Wo haben wir denn da Werbung gemacht? Ja, das war ein anderer Zuschauer, der das Ding, Ach so. Zuhörer. Ja, weiß nicht, wenn wir da irgendwelche Marken erzählen oder keine Ahnung, wenn da vor YouTube-Werbung kommt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es haben alle 4 Zuschauer und Hörer haben uns jetzt geschrieben, oder was? Das ist ja 100%. Cool. Genau, was hat er da noch geschrieben? Ich hätte da noch eine vergessene Attraktion, Park, in Klammern Park für euch, Traumland Park, unter anderem mit dem Schwarzkopfcoaster Super Spirale, den habe ich geliebt, Oha. weiß nicht, oder Super Spiral oder keine Ahnung, der später durch die Münchner Bahn ersetzt wurde. Dann gab es da noch Marienkäferbahn, Traumboot, Fliegender Teppich, Tausend und eine Nacht, Cinema 2000, Enterprise, Calypso und jede Menge Fahrgeschäft, die vorher auf der Reise waren. Europas größten Dino-Park, das größte begehbare Herz und einen betrunkenen Clown, in Klammern Animatronic, im Glaskasten, der sich auf Knopfdruck kaputt gelacht hat. Das war ich. genau. Und Ben, nein, du quatscht nicht zu viel. Siehst du? Dich hat er jetzt auch Ah, gelobt. ja, das war, ja, ich habe mich letztes Mal wirklich so gefühlt, als ob ich hier der Einzige bin, der richtig am Quatschen war. Lars hat sich Ja, so da stimmt hinten auch. gelehnt und er hatte die ganze Zeit Hunger. Man musste ihn so ein bisschen durch die Sendung ziehen, hatte ich das Ich habe Gefühl. immer Hunger. Ja, die Tage sind lang, Ah, Mamias. ja.
Was hat denn noch? Achso, dann hat noch ein Zuhörer kommentiert auf YouTube: Rockburg eröffnet. Las das erstmals im Themenbereich direkt, kommt die Frage auf: Wo ist der Grizzly? Wo ist der Grizzly? Ah ja. Wie damals die Reklame. Wo ist der Deinhardt? Genau, Wo diese sturzbetrunkene, besoffene Frau irgendwie so eine Party springt, sich ans idiotisch, ne? Schlagzeug setzt und dann nach Alkohol schreit. Ich hab Wo das. ist der Deinhardt? Und dann noch lacht, und das habe ich nie verstanden. Ja. Und dann. Ja. Schwachsinn. Wir Mein müssen Gott, echt bin mal, ich das voll können wir von uns vielleicht mal für deiner. nächste Woche mal aufschreiben. Über alte Reklame hatten wir letztens auch schon mal kurz angesprochen. Alte Reklame aus Hyper. den 80ern und 90ern. Ja, da gibt es so viel Scheiß, Da auch der gibt's ja. Kalgonmann zum Beispiel. Was Oder die wäre? Frau, die immer diese verkalkten Gläser hatte und nie einen Nachbarn nach Hause haben möchte. Ja, Ich kann ja ja. keinen reinlassen, gucken Sie mal meine Gläser an. Oh, dieser Schmutz, dieser Dreck. Wie kriege ich das noch weg? Mit dem Ja, das sind Deinhard. echte Ja, aber wo Probleme. ist er? Gut fürs Geschirr, schlecht für ihre Hände. Oder der Kolgat, Kolgate, wer war das denn? Irgendein Biber auf jeden Fall. Das Kennst du war den Biber? Dendergard, war das. Damit sie auch morgen noch Dendergard-Biber, ja. kraftvoll zu. Ach nee, warte mal, das war Oh, ein Herr anderer. Biber, warum haben Sie denn so starke Zähne? Oh, das ist aus den Kräutern, aus der Sieben Zahnpasta. Kräuter. Ja, sieben Kräuter. Salbei Minze und und Myrrhe. Kommen Salbei. ja irgendwie vor wie die drei Könige aus dem Morgenland, hör mal. In den Was grünen ist denn das ein Streifen. Biber? Ja. Mit dem braunen Streifen in Mit der dem. Hose. Nee, nee, das war der Grüne. Der Biber mit dem braunen Streifen in der Hose. Waschmaschinen leben länger mit Colgan. Nee, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Dentagent. Was? Weil die Kinder, die immer mit diesem Hammer da auf diese Blechdingser gehauen haben, wie bei den Chinesen. Da immer so MB-Spiele. Ach ja, MB-Spiele Spiel das Spiel präsentiert. mit dem Kokodi, du bist der Boing. Kokodok, der Kokodok. Wo ist der Oh, pass bloß Kokosnuss auf, das geklaut? Kokodil gibt Wer die keine Ruhe. Es schnappt Kokosnuss? gefällig zu. Es schnappt gefällig zu. Ja, ach ja. Ach ja, stimmt ja. Das kenne ich auch noch. Wollte ich immer haben. Habe ich nie bekommen. Hab ich immer Angst gehabt zu spielen. Ich habe immer Angst, ich verliere meinen Finger. Oh mein Gott. Oh, wäre mit Kalgon nicht passiert. Nee. Oh. Mein Name ist Dieter Bürgi. Und die Da Maschine gab es ist auch dieses kaputt. Lied Oh von mein Stefan Gott, Raab, ey. ne? Bürgi, bitte Bürgi. komm in meine Sendung. Ja, stimmt. Ich hatte ständig Lochfraß. Können Sie mir helfen? Ich habe Lochfraß. Bürgi, du warst nie für mich da. Oh Gott, du kannst Schwachsinn, ey. Ach Gott, ja. Also es gibt schon, also da könnten wir echt mal ein paar Minuten drüber reden. Vielleicht mal in einer anderen Sendung. Da können wir uns ein bisschen drauf vorbereiten. Es gab nämlich so viel Scheiß. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir gerade waren. Lars Leitung war ja gerade weg. Meine? Das Ich dachte, war, deine. ja, oder unsere. Ja, keine Keine Ahnung. Auf Ahnung. jeden Fall Auf jeden Fall war hatte ich mal ein. kurz weg. Ich habe ein Ja, Standbild. keine Ahnung. Also wir haben gerade eben versucht, das jetzt mal zu retten. Keine Ahnung, wie ich das. Da müssen wir jetzt mal schneiden. Normalerweise sind unsere Sachen hier ungeschnitten, aber da müssen wir jetzt mal kurz schneiden. Also wir können uns wirklich mal darauf, ja, vielleicht mal verständigen, dass wir da nochmal ein bisschen und nochmal in uns gehen und da wirklich mal. Da hatte ich echt Bock drauf. Es gab so viele komische Sachen in Werbung, auch so viele komische Tiere und sonst irgendwas. Ja. Da können wir echt nochmal drauf eingehen. Das fände ich richtig geil. So, 80er, 90er Reklame. Oh ja. Ich gucke ja, wie gesagt, manchmal auch, wenn wir zu, wenn Kumpels oder sowas sind, dann hatten wir damals immer so alte, auf YouTube haben wir alte Werbung mal Ja, gegoogelt. geil. Quatsch. Auf YouTube gesucht. Da haben wir einfach mal alte Werbung eingegeben, 80er, 90er Jahre. Und da haben wir uns beömmelt. Also das. Und vor allen Dingen siehst du dann auch, die Werbung kommt dir ja bekannt vor, ne? Die hast du damals, die lief mir rauf und Ja. runter. Das ist total witzig. Ja, Müsst ihr mal machen. definitiv. Müsst ihr mal alte Werbung, also wenn ihr jetzt so unser Jahrgang seid, müsst ihr mal alte Werbung mal googeln oder auch so mal. Oder 80er, so machen. 90er oder so mal. Total witzig. Ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg die Reklame, die war super. Ne, die Da war können wir uns auch natürlich noch dran super. erinnern. Jetzt dabei sein, jawohl. Oh Gott. Ah, herrlich. Ja, Stein, 13:3. heute putzen Nee. mit Kalkon, kling, Ding, kling. ding. Ja, also, ja, komm, entweder die oder wir können auch mal mit den vergessenen Attraktionen anfangen. Ja, fangen wir Mir damit egal, mal machen an. wir's.
Du fängst Ja. an. Ja, ich fange ich ja nicht immer, irgendwie immer an. Nee, bei der vergessenen Nicht? Attraktion? Nee, sonst habe ich aber angefangen, glaube ich. Okay, ich habe auch gleich noch, nachdem wir das haben, noch zwei Achterbahn-Themen. Freizeitpark-Themen. Ja. Achterbahn-Themen. Ja. Freizeitpark-Themen. Bleibt dran. Wichtige Nachrichten aus dem Wiener Prater für euch und aus dem Phantasialand. Ganz heiße News. Die Hey, kommen danach dann oh. nochmal. Ja. Da muss ich aber ein Heiß. bisschen aufsparen. Ja, also die vergessene Attraktion. Ja. Wer den Podcast jetzt schon kennt, der weiß, dass wir jede Woche, und es wird immer schwieriger, aber jede Woche eine Attraktion benennen und eigentlich auch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Deswegen haben wir dieses Format Last, ne? um eine Attraktion, die es nicht mehr gibt, nochmal aufzuleben und nochmal in Erinnerung zu holen. Eventuell, vielleicht ist man die Attraktion auch selber schon gefahren, vielleicht aber auch nicht, aber in Gedenken an diese Attraktion im Park oder aus der von der Kirmes, ja, gibt es diese Rubrik und ja, auch in dieser Folge gibt es natürlich die vergessene Attraktion. Ja, Lars, du wolltest, dass ich anfange, deswegen, es wird wieder ein bisschen länger. Oh Wir nee. müssen ja auf die 3 Stunden kommen, langsam. Oh Gott. Meine vergessene Attraktion in der heutigen Ausgabe ist die Studio Tram Tour Behind the Magic im Disneyland Paris, beziehungsweise im Walt Disney Studios Park beim Disneyland Paris. Das ist ja der zweite Park in Paris, Disney Park neben dem Disneyland Paris. Das Walt Disney Oh Studio Park. Gott, oh Gott, oh Gott. Nur so, Studios guck mal, Park, schon haben so. die Zuhörer abgeschaltet, sagen, oh Ich habe Gott. gestern, was? Alles gut, erzähl mal. Ich habe übrigens gestern die vierte Folge von der Disney-Doku auf Disney Plus gesehen. Nein, Moritz, ich sage jetzt nicht, wie es heißt, damit du dich wieder beömmeln kannst, dass ich die Namen falsch ausspreche. Ich habe nämlich immer die Engineer-Story gesagt. Das heißt aber gar nicht die Engineer-Story, sondern die Imagineers-Story, weil die imaginieren was. Danke Oh, nochmal für den cool. Hinweis. Ja. Und also die Studio Tram Tour, würden jetzt eigentlich, warum ist sie denn zu? Also die Studio Tram Tour hat am 16. März 2002 eröffnet und wurde am 5. Januar 2020, also in diesem Jahr, geschlossen. Die Studio Tram Tour, ja, war halt eine, wie der Name schon sagt, eine Studio Tour mit langen Bussen, Tram ähnlich, wo man an vielen Requisiten aus Filmen vorbeigefahren ist und ja auch in Szenen hineingetaucht ist und auf Bildschirmen, die in diesen Bussen halt waren, wurde dann halt auch noch was multilingual in mehreren Sprachen dann zu dem Ganzen erzählt. Das Ganze ja, sollte ähnlich sein wie Studio Backlot Tour in den Hollywood Studios von Disney in Florida. Diese Attraktion wurde aber auch schon 2014 geschlossen, aber es war damals dort die Hauptattraktion und war ja, wie gesagt, die Hauptattraktion und heutzutage ist doch dort das Toy Story Land zu finden. Wird gleich nochmal interessant, warum ich das jetzt gerade erzähle. Wer die Disney Tour noch nicht gefahren ist oder nicht gefahren ist damals, die Studio Tram Tour, ihr kennt es vielleicht auch von Universal. Es gibt halt so diese, ja, Touren, wo du mit einem Bus irgendwo hinfährst und dann fällt irgendwas in sich zusammen oder irgendwas explodiert. So ist es halt auch in Paris gewesen. Höhepunkt zum Beispiel war die Catastrophe, oder der Catastrophe Canyon. Das ist eine Szene, wo ihr halt links um wie so ein U um einen Canyon halt parktet mit dem Auto, mit dieser Tram. Die stand auf so Blechen, die na, immer so ein bisschen wackelte, sodass ein Erdbeben simuliert werden konnte. Dann kam halt darauf noch, dass eine Ölstation, eine Bohrstation in Brand geriet, die man dort in diesem Canyon sah. Es gab heftige Explosionen, ein Tanklaster entzündete sich dann halt auch. Und dann war es halt das Highlight war dann halt noch, dass eine große Flutwelle über den Hang hinunterdonnerte. Ja, ganz knapp an praktisch diesem Bus vorbei. Es waren insgesamt 265.000 Liter Wasser, die dann da auf diese Tram dann halt aufprasselten. Des Weiteren gab es noch eine weitere ganz große Szene, das war dann zu einem Film Rain of Fire, Rain, keine Ahnung. Ist ein Disney-Film, der nicht wirklich viel zu sagen hatte, ist fast unbekannt gewesen, ist halt eigentlich ein Flop gewesen, aber da gab es halt so eine Film
Kulisse in dem gefallenen London, wo ein ja, feuerspeiende Drache sich versteckt hatte im Untergrund in der U-Bahn-Station, und man sah halt diesen Drachen nie, sondern immer nur das Feuer, was dann immer da rauskam, war halt auch immer sehr interessant. Ja, und ansonsten waren es halt immer sehr viele, ja, Requisiten. Manche sahen auch so aus, als ob man die wirklich gerade auch nur dafür dahin gekarrt hat, dass die überhaupt gar nicht in irgendeinem Film wirklich zu sehen waren, weil da gab es irgendwie so eine Korallenwand zum Beispiel von Nemo. Nemo ist ein computeranimierter Film, deswegen habe ich das nie verstanden. Also waren so ein paar Sachen, die waren fragwürdig. Es waren halt diese zwei Szenen, einmal dieser Canyon und dann halt diese London-Szene, die halt das Ganze ausgemacht haben. Das eine auf der rechten Seite, das andere auf der linken Seite, und da musste halt mal mit dieser Studio Trump dann halt hinfahren oder vor, erst rechts und dann links in diese Szene rein. Und ja, jetzt ist das Ganze Geschichte. Warum ist das Geschichte? Weil genau hinter dieser Studio Trump Tour sich die neue Expansion praktisch befinden wird. Es wird ja neben dem Marvel-Land ein Star Wars-Land und ein Frozen. Also Elsa und Anna werden ja einen eigenen Themenbereich dort bekommen. Und das liegt genau hinter diesem Bereich. Wenn man praktisch den Haupteingang betritt und durch den ersten Studiohalle geht, das ist ja praktisch so die Main Allee ist, dann kann man, wenn man geradeaus ging, direkt auf diese Studio Trump Tour hinzu. Da war auch noch so ein Schild von dem Hollywood-Zeichen, was dann halt, ja, wenn man, es war ein schönes Fotomotiv, wenn man weit weg davon stand, wenn man davor stand, dann sah es halt schon ein bisschen komisch aus, weil es halt wirklich nur so ein bisschen Pappe war, sag ich mal. Aber da hat sich das halt verborgen. Man musste halt meistens auch an vollen Tagen nicht lange anstehen, weil diese Busse halt sehr viele Leute fassten. Und wie gesagt, ist es halt so, dass man da jetzt Platz machen muss, weil dahinter der Themenbereich ist und diese Main Street halt da weiter lang führen soll. Aber das Ganze wird nicht komplett abgebaut, sondern zum Beispiel diese Catastrophe Canyon Szene, die wird wohl noch behalten werden, denn man baut dort Cars Route 66 Road Trip, also eine neue Attraktion, wo halt diese Szene recycelt wird und in diesen neuen Ride integriert werden soll. Ja, wie gesagt, also dieser Ride wird dann halt in Teilen umthematisiert und bekommt halt als Thema diese Cars-Kinofilme, die man halt kennt, um Lightning McQueen und so weiter. Und es soll ein familiengerechter Roadtrip sein und soll halt entlang der legendären Route 66 dann halt fahren. Und das Ganze, das soll ja schon in diesem Jahr aufmachen, und dadurch, dass natürlich jetzt ein Teil davon wegfällt, also dieser Teil zum Beispiel dieses gefallene London, ist natürlich die Strecke, wird natürlich kürzer, und auch der Eingang muss natürlich von da verschwinden, wo er jetzt war, weil das ist ja, wie gesagt, dieser Main-Gang später. Und deswegen wird dieser Eingang in das Toy Story Land verfrachtet werden. Und deswegen halt eben, hatte ich ja schon mal gesagt, der große Bruder, die Studio Backlog Tour in den Hollywood Studios hat Platz gemacht damals für das Toy Story Land, und in Paris ist es halt so, dass der neue Eingang im Toy Story Land sich dann befinden wird. Ich fand es halt immer sehr spannend, weil es das erste Mal ist, man kennt sowas nur aus amerikanischen Freizeitparks, wie zum Beispiel Universal und so. Ich fand es halt cool, dass es halt sowas gibt, und bin halt auch eigentlich sehr traurig, dass es das jetzt nicht mehr gibt, weil man, muss man auch überlegen, seit 2002 geöffnet ist jetzt auch noch nicht so lange. So lange gibt es den Studiopark ja auch noch nicht oder die Studios. Und dass man da jetzt schon, der sowieso schon der Park, der so wenig an Attraktionen bietet, dass dann da jetzt auch wieder was wegfällt, finde ich schon schade. Wann das Ganze aber jetzt 2020, also in diesem Jahr, aufmacht unter dem neuen Namen, ist nicht bekannt. Aber ich wollte auch hier nur erinnern an Studio Tram Tour Behind the Magic. Leider seit diesem Jahr nicht mehr in Paris zu fahren. Bist du damit gefahren? Nee, leider nicht. Och, Lars. Ich war ja auch nur 97 da im Ja, ich Disneyland. weiß. Da Ich war glaube, da das noch gab gar es sie nicht noch auf, da hat das nicht. gar nicht gebaut. Nee, nee, Wir waren, nee. als ich mal irgendwann da war, im Herbst, glaube ich, war es, da ist der Bus stecken geblieben. Also ich glaube, so heißt es auch irgendwie Evakuierung im Disneyland, glaube ich, heißt der Titel vom Vlog. Ja, das habe ich, Da glaube ich, musste er die gesehen. ganze Strecke da zu Fuß gehen. Es ist auch ein bisschen komisch. Also du hast eine Straße, die führt einmal nach rechts, dann hast du da diese große Szene, dann steht auf dem Boden einfach irgendwie so ein bisschen an Equipment und angeblichen Requisiten, und dann fährst du da halt einmal rein in diese Szene, fährst wieder raus,
und fährst dann die gleiche Strecke wieder zurück auf die andere Seite und dann ist dann da die neue, die andere große Szene und fährst halt da wieder raus und dann wieder in die Station rein. Also einmal rechts, einmal links. Übrigens hinter dem der London-Szene ist übrigens auch die Stuntshow. Da hört man, wenn die Stuntshow ist, auch immer die Autoreifen quietschen. Genau. Super geil. Jetzt habe ich auch genug erzählt Ja, aus cool. dem Disneyland Paris. 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 Park Disneyland, sagt man da wie immer. Disney aligned. Super geil. Disneyland. Super. Also meine vergessene Attraktion kommt diesmal aus dem Kirmesbereich und zwar ist das die fantastische Reise der Firma Finnendal aus Bremen. Das ist eine sogenannte, also aus dem Hersteller Weber, eine Indoor-Schienenbahn und ich glaube, die war auch einzigartig irgendwie auf der Reise. Auf jeden Fall war das damals die größte transportable Abenteuerbahn der Welt. Spielzeit war, ich lese das jetzt hier mal ab, von Ride Index, habe ich zumindest ein paar Daten mal gefunden. Spielzeit war 83 bis 1994 und gebaut wurde die Anlage 1983 und danach ging diese Anlage wohl in den Gorki Park nach Moskau. Ich glaube, da auch da, wo der Eurostar war, ne? Oder? Oder ist? Irgendwie so. Und der weitere Verbleib ist unbekannt. Und ich habe mir auch mal ein paar Bilder angeschaut. Ich habe mal erstmal gegoogelt, ob es so ein paar Bilder noch gibt. Und es gibt tatsächlich auf michas-kirmeswelt.de so Aufbaubilder. Wie heißt das nochmal? Fantastische Reise von Finnendal. Also Finnendal wird Friedrich, Ida, Nordpol, Nordpol, Emil, Nordpol, Dora, Anton, Heinrich, Ludwig. Hast du gefunden? Auf jeden Fall sind da auch noch Bilder zu finden, auch Aufbaubilder und sowas, alles müsst ihr mal eingeben. Es war schon eine riesige Anlage und ich kann mich, also man sitzt so in einer Art Sessellift, kann man sagen. Ja, es ist wirklich so, du hast oben eine Schiene gehabt und dann war wie so ein Sessellift, dann hingst du da und bist dann da die Strecke gefahren und das war, glaube ich, auch richtig cool so thematisiert, also ein Schneesturm wurde simuliert. Dann warst du, glaube ich, auch irgendwie in Afrika oder sowas, hast verschiedene Länder bereist mit dieser Gondelbahn. Und das war schon wirklich cool. Vor allen Dingen, das war eine riesige Anlage. Und ich bin die, das kann ich kann mich daran erinnern, auf dem Hamburger Sommerdom war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr. 92 oder 91 damit gefahren. Das erste Mal und auch das letzte Mal, leider. Also bin nur einmal damit gefahren. Und ich kann Ja. mich auch daran erinnern, es gab auch einen Bereich, wie du reingegangen bist, da gab es so einen kleinen Walkthrough. Also bist du auch so eine Tonne durchgegangen und musstest denn dich da erstmal anstellen und dann bist du da durchgefahren und warst auch, glaube ich, schon einige Zeit unterwegs. Müsste man mal gucken, ob es vielleicht auch ein On-Ride irgendwie noch gibt auf YouTube. Wäre mal interessant. Muss ich mal googeln. Mal eingeben. Aber das war schon richtig coole, krasse Anlage, auch von außen so, ne? Also das war schon cool. Sieht so aus, ich meine, wie heißt das? Heißt das Spuk? Oder irgendwie, es gibt doch irgendwie so eine in Holland so eine Geisterbahn, die auch oft in Deutschland ist, die auch so Hängegondeln hat. Aber halt Haunted dieser eine Mansion. Teil. Ja, genau, das war das. Ja. Ja, aber Sieht die so. Anlage hier, die war ja richtig, also die ist noch größer. Also Ja, es war richtig krass. Ich sehe hier gerade schon, so ein paar Bilder. ja, also das war schon wirklich krass, wie groß die Aber es war Anlage halt war. nichts Gruseliges, sondern wirklich auf Nee, das war so für die eine ganze Familie Abenteuerbahn. ausgelegt, ne? Genau, es war Ja. so eine Abenteuerbahn. Also nichts Gruseliges da, sondern wirklich, es gibt sogar. Aber ich glaube, nur ein Offroad. Ich habe jetzt mal gerade mal geguckt auf YouTube. Fantastische Reise Findal eingegeben. Bremer Freimarkt 1989. Das Gibt's habe ich auch nie. gerade. Das Hast du Video auch habe ich auch gerade, ne? gerade. Gerade Galactica 2000. Ja, Galactica. Ja. Ja, also das war. Ist so meine vergessene Attraktion. Wie gesagt, die bin ich in Hamburg gefahren. Als echter Jeck. Ne? Und ja. Das war Ist schon. das motorbetrieben gewesen oder Strom an der Boah. Schiene?
Ich sehe das hier gerade. Ich glaube, Strom an der Schiene, ne? Oder würde ich jetzt sagen? Boah. Dann wäre es ja die Vorstufe von dem Mack, der Mack-Achterbahn hier, Arthur. Boah, das kann sein. Weber. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, wesentlich. Das ist Ja, ja. das war schon beeindruckend. Und dann bist du, glaube ich, kurz auch mal rausgefahren oben Ja, genau. und Das ist dann genau kurz das, was mich stehen geblieben. erinnert gerade an Haunted Mansion. Ja, genau. Und dann bist du kurz stehen geblieben und dann bist du wieder etwas schneller reingefahren. Das war so ein kleiner Gag. So ein Ja, kleiner geckig. Überraschungsgag, ne? Ja, Mensch. Ja, Mai. Ja, wei. Das Ja, war schon Mai. Neja. Das war schon Was ja hast du cool, gerade um den gesagt? Neja. Was ist denn das für ein Wort? Kennst du das Wort, kennst du die Serie Ein Käfig voller Helden? Ja. Den Oberst Klink? Ich meine es aber sicher. Oder Ja, meinst du sagt das er immer. Wort Ich mit sage immer N? Neja. Dein, oh Gott, Sagt das. er auch nicht. Wenn das N-Wort ist, dann ist das nicht erlaubt in Deutschland. Neja? Du Scheiße. Können wir bitte Neja, sagt aufhören damit? er. Hör dir die Das ist Serie keine an. Chance. Was? Neja. Also ich distanziere mich hier von jeglicher Art der Diskriminierung und rassistischen Beleidigung. Aber Du lieber Gott. Ich verstehe das immer so, Neja. ich würde Ja, ich sagen, weiß, sag was du. Jetzt lieber. habe ich das kapiert. Ich weiß, was du Sag verstehst. lieber sicher. Ich habe irgendwo ein Video gesehen, da kam auch. Das war ein Zusammenschnitt von irgendwelchen witzigen YouTube-Freizeitpark-YouTuber und da kam auch genau das. Oder ich glaube, das wurde auch mal ganz Kacke. langsam extra, weil irgendwie dann gedacht worden ist, du hättest das Wort mit N gesagt. Ach so. Ich mag auch Ja. gerne die Schaum. Wie heißen die jetzt? Schaumküsse? Oder wie heißen die jetzt? Gott, oh Gott, oh Die Gott, oh hießen doch Gott. früher auch anders. Ja, mein Gott. Das darf man nicht mehr sagen, aber Hauptsache, man kriegt noch einen, man kriegt ja noch sein Zigeunerschnitzel auf den Tisch. Darf man auch Das nicht mehr steht noch sagen. überall. Das darf man nicht Das mehr ist sagen, auch schon aber es steht verboten. überall noch. Es steht überall noch. Echt? Ja, also bei uns auf den Karten von. Hier, guck doch mal bei Lieferando. Da gibt es überall hier bei jeder Zigeunerschnitzel. Frittenbude Zigeunerschnitzel. Da gibt es hier kein Sinti- und Roma-Schnitzel. Das ist aber ein Zigeunerschnitzel. Ist das Ja, eigentlich das. männlich oder ist es weiblich? Die Oder muss ich das Zigeuner oder divers der machen? Zigeuner? Was meinst du? Schnitzel. Der, die, das Zigeunerschnitzel. Das Zigeunerschnitzel. Es Ich schmeckt habe Hunger. lecker, aber man sagt es einfach. Was sagt man denn Ich dann? sag, Hauptsache es schmeckt. Ja. Oh Gott, wir Gott, wie begeben uns hier auf kompliziert. ganz dünnem Eis. Ja, Heute darfst du ja gar nichts mehr sagen. www.keinbockaufnazis.de. Was für So, ein ne, Ding? nur mal so viel dazu. Ja, also nicht, dass hier einer denkt, wir wären ja rechtsradikal. Man Nur weil darf wir die ja wohl. NPD wählen Man darf ja und wohl nur sagen. AfD-Anhänger sind. Oh mein Gott. Ich hatte letztens auch noch mal einen schönen Beitrag gesehen, irgendwie, wenn trotz Corona-Krise ein Aufmarsch, was war denn da noch? Hier von Pegida, genau, wenn trotz Corona ein Aufmarsch von Pegida erlaubt wird in Deutschland, muss man sich nicht mehr über die deutsche Gesinnung wundern Gibt oder es das überhaupt Sorgen noch, machen. Pegida, oder wie das heißt? Das ist doch krass, oder? Es ist Corona-Zeit und die dürfen trotzdem da marschieren. Alter, ganz ehrlich. Oh, die Soll mal Welt lieber ist nach Hause verrückt. marschieren und die Türe Oh. für immer abschließen, ganz ehrlich. Ja. Naja. Ja, so ist das halt. Ja, aber auch eine sehr schöne vergessene Attraktion, Lars, die du uns da heute präsentiert Danke hast. für Sehr die schön. Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nee, Oh das je. war ja. Leider hatte ich damals noch keine Kamera und nichts gehabt, sonst hätte ich das natürlich auch gefilmt und filmisch festgehalten. Gefilmt. Aber leider, ja, nee, damals hatte ich weder Handy, nix, noch nicht mal Bilder habe ich, Wie nix. lange war die auf Reise? Das war, glaube ich, was 83, warte, kann ich dir gleich sagen, dank rideindex.de, 83 bis 94. Ja. Ist ja schon ein bisschen was. Ja, Baujahr Aber 83. und dann wurde es halt verkauft in den Park da nach Nach Russland, Moskau, ne? Gorki Park. Und aber Hm. da der weitere Verblieb ist unbekannt. Ich weiß nicht, ob die. Ich Ja, würde auch mal gerne schade. wissen, wie viele alte Fahrgeschäfte irgendwo auf irgendwelchen Hinterhöfen noch schlummern. Das ist schon krass. Muss man sich mal angucken, ist ein echt großer Apparat gewesen. Ja.
Weil auch dieses Jahr die wieder die erste Saison nach Pause, wo der Airwolf wieder am Start sein sollte, ne? Auch von Weber, ne? Auch von, nein, nein, der Hersteller war ja Weber, also das ist jetzt hier was Ja. anderes. Also, ja, vom Schausteller, ne? Aber ja. Oder? Mal kicken. Mal kicken. Naja, man weiß es nicht. Lassen wir uns Man überraschen, weiß da, es nicht. Nee. man weiß es Aber nicht. wo du gerade sagtest, ja, der russische Park, dessen Namen ich nicht aussprechen mag, weil ich nicht kann, Gorki? da ist ja der Euro, sagtest du eben, ne? Der Eurostar. Euro-Großer. Eurostar. Euro-Großer. Der ist was anderes, tut mir weh, finde ich nicht total. Eurostar ist ja da wieder irgendwie aufgetaucht. Ich habe jetzt, hat Moritz mir, glaube ich, erzählt, gehört, der sollte auch oder soll im Wiener Prater stehen dieses Jahr. Ja. Sollte irgendwie, weiß ich nicht, aber Ah. es gab da wohl irgendwie Gerüchte, irgendwo habe ich das gelesen oder gehört. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist Aber das noch die eine andere Sache Neuigkeit? zum. Die Nee, 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 Achterbahn-Neuigkeit? aber Wiener Prater, da ist, du merkst, ich schlage Brücken. Oh, Wiener Überleitung. Prater, ja, gibt es trotzdem auch dennoch auch eine neue Achterbahn. Die haben nämlich, es gab nämlich Bilder, und zwar eine niegelnagelneue Achterbahn aus dem Hause Gerstlauer. Gerstlauer. Für den Wiener Prater, man munkelt, es wird ein Bobsled-Coaster, der da aufgebaut wird jetzt. Also, ja, also ich muss wirklich mal zum Wiener Prater. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele, also eine Hülle und Fülle an Achterbahnen und auch sonstigen Attraktionen, die man da fahren kann. Und ich muss da, warst du schon mal beim Wiener Prater? Warst du da schon mal? Nee, Wiener leider auch noch Prater? nicht. Muss ich auch Warst du mal mal? hin. Warst du mal? Och, ja, Mai. Ja, Mai. Ja. Also da wird's mich auf jeden Fall mal hin verschlagen. Da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Gehschlauer. Oh, cool. Ja. Und dann habe ich noch ein Thema. Weiß ich nicht, hast du es vielleicht auch mitbekommen? Deine Freunde von SAD sind wieder fleißig. Ja, weiß ich. Metallokan, ne? Ach, jetzt hast du es ja schon mal. Ja. Ach so, wolltest du sagen, ach so. Oh. Oh, ja, was? Breakdance Nummer 330. Wahnsinn. Break, break, Breakdancer. Ja, genau. Man hat nämlich letzte Woche, es ist keine Ahnung, wie viele Leute um das Phantasialand rumlaufen in den letzten Tagen und Wochen. Man hatte nichts zu tun. Es ist wohl ein Ausflugsziel, dass man halt so um das Phantasialand rumspaziert. Ja, und Leute haben dort gefilmt, wie ein paar LKWs von SAD dort auf der Hauptstraße vor dem Haupteingang standen. Und viele haben dann gemunkelt, ja, was ist denn da? Warum sind die denn da? Hat das was mit Rookburg zu tun? Hat das was mit Fly zu tun? Und ja, dann hatte man danach dann halt schnell die Gewissheit, denn die haben die Gondel von dem Suspended Topspin Talokan aufgeladen und ich denke mal mit einer Dienstwagen genommen. Und ja, da wird das Ding jetzt wohl aufgefrischt oder sonst irgendwas. Ich bin mal echt gespannt, was damit passiert. Weil Talukan hatte ja ab und an in der letzten Saison mal zu. Dann hatte man neue Fahrprogramme hinzugefügt. Erstmal welche, die nicht mehr so intensiv waren. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, um dann da irgendwie was zu testen. Nachher wurde dann halt nochmal das Fahrprogramm geändert und dann wurde es intensiver, als es jemals bisher war. Und aber dazwischen hatten sie dann halt auch wieder zu, man munkelt, dass er vielleicht irgendwie, ja, dass man da wieder dann gearbeitet hat und irgendwas dann da noch nicht in Ordnung war, deswegen hätte er es so lange zugehabt. Man weiß es natürlich alles nicht, ist alles reine Vermutung und Spekulatius, aber ja, jetzt ist auf jeden Fall SAD am Zug und hat wenigstens jetzt mal die Gondel mitgenommen und SAD, vielleicht erzählst du noch ein bisschen, weil du warst ja schon mal im Werk und hast auch da schon eine Doku gedreht. Was SAD denn genau macht und woher die kommen, beziehungsweise was ist denn SAD-Maschinenbau, Lars? Ja, die restaurieren Fahrgeschäfte und produzieren Ach aber mittlerweile so. auch eigene Fahrgeschäfte. Ja. Wie jetzt ein Riesenrad bin ich der Meinung. Ein Riesenrad, ein großes, ihr eigenes Riesenrad bauen die. Ich glaube 50 Meter oder irgendwie sowas, ne? Haben auch eigene Fahrgeschäfte im Portfolio, also auch für Schausteller und im mobilen Bereich. Und ich glaube, die sind, glaube ich, jetzt schon über, boah, ich glaube 10 Jahre beschäftigen sich mit Fahrgeschäften. Haben schon viele Breakdance-Fahrgeschäfte auch Breakdance. umgeswitcht, hätte ich fast gesagt. Nee, neu restauriert. Bezüglich auch der neuen, wie heißt diese neue DIN-Norm? Genau. Ja, genau. Und
Ja, machen auch, glaube ich, so Schaltschränke und all so ein Kram. Also die machen in jede Menge. Wie ich da war, das war letztes Jahr im Januar, Anfang letzten Jahres, und habe da eine Reportage gemacht und dachte, boah, wie groß. Und die hatten da, glaube ich, 4 Hallen. Also in 3 Hallen war ich, und dann gab es noch eine große Halle, die war, glaube ich, damals angemietet, in der Nähe von Dienstlaken. Da sind wir auch nochmal hingefahren. Also wenn ihr da näher erfahren wollt und wenn ihr da mehr wissen möchtet über SAD, guckt euch die Reportage an. Die geht, glaube ich, 2 Stunden, bin ich der Meinung. Immer diese Werbung, immer diese Ja, aber Werbung. sonst gibt es ja, oder geht auf die Homepage von SAD, könnt ihr natürlich Nee, auch aber das machen. ist. Also, ich finde die Reportage auf jeden Fall sehr gut. Die sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich habe das jetzt gerade nur aus Spaß gemacht, weil wir Ja, eben ja weiß ich den Trailer hatten. doch. Ach Ah. so, Ben ja. ist dann gleich Kannst du mal aufhören immer. mit dem? Was? Nein, alles cool. Ja. genau, oder geht auch trotzdem mal auf die Homepage von SAD. Nein, nein, Wieso auf nicht? Funfairblog. Naja, Funfairblog. Oh. Oder auf Nee, die aber. Facebook-Seite von SAD, da die Bots nämlich Nein. auch. Oh. Aus! Aus! Entschuldigung. Aus. Genau, weil die posten dann auch immer regelmäßig so Bilder oder auch Videos. Ganz interessant, also die machen schon die haben auch schon für Freizeitparks auch schon gearbeitet, haben die auch Ja. schon, ja, naja, ja, die machen viel, also es ist echt schon krass. Die Firma gibt es schon länger, also die haben für, was heißt früher, machen die glaube ich immer noch, oder? Ich weiß das gar nicht, ja, so, ach Mensch, das habe ich schon wieder vergessen, So Stahlbau oder Sachen sowas halt. gemacht, Ja. ja. Nee, aber guck auf jeden Fall, wirklich war Spaß. Guck auf jeden Fall mal auf der Webseite und aber bei Facebook, da mal vorbei bei SAD. Und ja, ich glaube, die Rides, die sie bauen für auf der Reise, ich glaube, die haben spezialisieren sich jetzt mal abgesehen von dem Riesenrad, alles auf einen Hänger, ne? Also Ja, so genau, kompakt, klein, kompakte Sachen. irgendwo Bin ich auf klein. jeden Fall sehr gespannt. Also, das ist halt noch nicht, ich glaube, eine Attraktion ist, glaube ich, raus und zwei sind halt noch, die der Öffentlichkeit jetzt noch nicht gezeigt haben, aber die halt auch schon hinter verschlossener Tür, glaube ich, auch so Messen und so gezeigt werden, ne? Bei Schaustellern und so, die dann Interesse haben, glaube ich. Ja, aber ich bin, viel was umgebaut wird von SAD sind ja Husfahrgeschäfte, ne? Also Genau. mitunter Breakdancer oder auch Magic. Zum Beispiel wurde ja auch schon umgebaut und Talukan ist ja halt auch von Hus. Genau. Ich bin halt echt mal gespannt, ob das jetzt einfach nur so eine Generalüberholung ist oder einfach nur mal alles neu, alles frisch, weil Talukan jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich meine, so alt jetzt auch noch nicht. Wann ist ein Talukan rausgekommen? 98? Ich weiß gar nicht. Nein, Das ist 2006, glaube später, ich, na, ne? oder? Nee, warte mal, stimmt gar 2006. nicht. 2,7? Gucken wir mal nach, wir sind ja so schlau. Ah, ich weiß nicht mehr. 2,7, Ich wenn weiß ich auf nicht jeden Fall schätze. noch die Eröffnung hier mit dem komischen Schauspieler da. Ja, mit Semmelrogge, oder? Ne, und der Ralf andere Richter. da. Ja, Ach, wie Mande. heißen wir noch? Mande. Ralf Richter, oder nicht? 2007. 2007 war das. 2007? Okay. Da war das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Der Ah, alte Semmelrogge. War das Semmelroge und der, wie heißt der mit den Ralf Richter. Rucksack? Ralf Richter und Ralf Martin Richter, Semmelrogge. ja, Ja, genau. genau. Da ist Ja. Semmelrogge gefahren und Ralf Richter ist ausgestiegen und Semmelrogge sagte: Scheiße, Mist, wie sie überschlagen haben. Ja, da konnte es, glaube ich, auch nicht mehr so ab. Herrlich. Ja, sind Herrlich, wir gespannt, herrlich. ne? Was draus Sind wir wird. mal gespannt. Ja, also wie gesagt, Talukan halb auf Reise. Da bin ich jetzt aber jetzt noch, da überlege ich jetzt halt auch, ist das jetzt was Geplantes oder ist es nicht? Weil normalerweise wäre die Saison ja jetzt schon im vollen Gange. Ob man jetzt erstmal, ich sag mal, die Zeit nutzt, um das zu tun, ob es jetzt notwendig ist, das zu tun, weil jetzt irgendwas passiert ist. Also es ist nicht mehr so, keine Ahnung, man weiß es ja jetzt irgendwie nicht, weil wenn der Weiß Park es ja auch nicht. nicht aufhört. Ne, das ist halt irgendwie, ob man irgendwas vorgezogen hat, weil irgendwie ja jetzt die Zeit halt irgendwie reif ist oder so. Ah, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ist aber auch. Wäre halt schon ärgerlich jetzt gewesen, wenn jetzt, ne,
der Park auf hätte und gerade ein paar Wochen und Talukan hätte dann wieder zugehabt. Und auf der anderen Seite denke ich auch, das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, jetzt in der Zeit, wo halt zu ist und keine Einnahmen reinkommen, denke ich eigentlich, dass so ein Park eher so auf die Finanzen guckt und dann halt sowas erstmal vielleicht nicht tut, ne? Aber klar, Instandsetzung muss natürlich so oder so sein, ne? Ah, das ist, oder Instandhaltung ja vielmehr. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht Ja. gibt's ja bald wieder drei neue Fahrprogramme. Oh, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall immer Talokan immer geschmeidi. Geschmeidige, geschmeidige Geschmeidi. Fahrt. Ja, geschmeidi. Nougat wieder auf hier, Ja. du. Nougat Nougat. Ich esse gerne Nougat. Nougat. Och, Dicky. Ich will jetzt aber mit meinem Nougat spielen. Ich will meine Platte spielen. Opa, sei doch mal ein bisschen gemütlich. Ein bisschen aber nur. Genau, richtig. Nee, sind wir gespannt. Sind wir gespannt, ja. Sommer. Was draus wird. Die heißen Ei. Ja, hatten wir da nicht einen Vorschlag vom Zuschauer oder Zuhörer? Ja, genau. Heute nochmal, weil wir es so schön finden, eine Zusendung von einem, ja, von einem Zukicker, einem Zugucker und einem Zuhörer. Liebe Grüße gehen raus an Marco, an Kulot84, Grüße. der uns geschrieben hatte und ja, sich auch nochmal bedankt hat. Irgendwie, ich hatte ja, ich glaube, von vor einer oder zwei Folgen hatte ich ja darüber gesprochen, dass ich gerade dabei bin, das Marvel Cinematic Universe, das MCU, durchzugucken, wie wir Fachleute sagen. Ich habe noch drei Filme vor mir, dann bin ich durch, Lars. Dann kann ich endlich wieder was Nein. anders gucken. Doch, ich brauche jetzt noch Captain Marvel, der letzte Teil von den Avengers, der bisher rauskommt, hier Endgame und Spider-Man Far Away from Home. Dann bin ich durch. Werd verrückt. Na, da bin ich ja gespannt auf deine Ja. Inhaltsangabe. Und dann sage ich, war gut, war schlecht. Nee, du wirst erstmal aufholen. Also. Also, es fing alles an vor 2,5 Wochen. Ich Da will das hatte nur ich wissen, wie mehr es in. war. Moment, Und sagst dazu du komme einfach, ich wie es gleich. ausgegangen ist? Also, Ja. aber was ich jetzt schon sagen kann, also die wissen halt schon irgendwie, wie sie Geld machen. Jeder Film ist so ein bisschen miteinander verknüpft. Ja, Man ja. könnte aber auch irgendwie doch die Filme so untereinander, ohne einander gucken. Habe ich das Gefühl, Achtung. Frieden und Freiheit. Ellbeuge. Ach Gott, oh Ja, Gott, oh Gott. genau. Hast du nicht korrekt abgehustet? Dabei fast abgenippelt, das ist noch viel schlimmer. Na. Ja, also die wissen halt auf jeden Fall, wie man damit Kohle macht. Und ja. Naja, ich habe schon so ein bisschen wieder gehört, wie es am Ende vielleicht ausgehen wird, dass da irgendwas passieren wird, was dem Fanherz vielleicht nicht so. Ich bin aber ganz ehrlich, also, boah, ich finde es halt immer noch affig, ne? So ein Ja. Typen, der mit einem Hammer schwingt oder ein Typ, der die Macht hat, eine Ameise zu sein. Da kann sogar, ich habe jetzt die Ant-Man. Filme, hatten wir ja letztens, haben wir ja drüber geredet, da habe ich mich ja nur lustig drüber gemacht, weil ich die Filme noch nicht gesehen habe. Jetzt habe ich den Ameisenmann gesehen, Oh nee, der bitte kann. nicht. Doch, der kann auch nicht nur so klein sein wie eine Ameise, der kann sogar mit Ameisen reden und auf Oh denen reiten und nee. fliegen. Oh Ja, Gott. der Ameisenmann. Das spielt auch Michael Douglas mit. Das ist lustig. Die haben da in dem Film ältere Schauspieler, die haben immer so Rückblenden, da wie die jungen oder erfolgreich waren, bla bla, so weiß ich nicht, in das, was sie vorher getan haben, so Rückblenden. So, jetzt hast du aber einen alten Michael Douglas, den kannst du aber nicht mehr neu machen. Der hatte jetzt schon Falten. Was haben die gemacht? Die haben den durch den Computer gejagt und das Gesicht dem einfach so computermäßig dann da drauf gemacht. Der sieht wieder so aus wie früher, weil hier Dings da auf Wall Street und so, Wolf of Wall Street und so, wie früher. Ganz glatt im Gesicht, der Michael Douglas. Hatte der nicht sogar Kehlkopfkrebs, weil er seine Frau oral befriedigt hat? Hat er doch mal erzählt, ne? Was? Catherine Zeta-Jones, ja. Der hat ihm gesagt, der hatte irgendwas, irgendwie Krebs oder an der Zunge oder so, weil er zu viel Leckaktionen gemacht hat. Das war Oh seine Ausrede damals. Gott, geht das schon Naja, wieder los? egal. Oh komm. Wir sind wieder beim Thema. Oh, nicht schon wieder. Ja, worum ging es eigentlich? Genau, ich wollte erzählen, was der Marco uns vorgeschlagen hat als Ja. Thema für die heißen drei. Und zwar, wir werden uns so überschneiden, aber egal. Die Oh. heißen drei Sätze, die ihr in einem Freizeitpark nicht sagen würdet. Also, wenn wir in einem Freizeitpark sind, Ja. was würden wir dann
definitiv nicht sagen. Und wenn wir irgendwas doppelt haben, bin ich dafür, dass wir uns eine Alternative ausdenken. Weil ich glaube, das ist sonst. Ich finde, das ist sehr, sehr lustig. Ja, Die finde ich Idee, die der auch. Marco hatte. Okay, Oder Kulat wir fangen an. 84. Es geht los, Und ja. ja, müssen wir jetzt nochmal erklären, was die heißen drei sind? Nö, ne? Eine Topliste von uns über ein Thema. Das Genau, wäre eine jetzt Top-Liste eben von schon. uns. Wenn ihr Vorschläge habt zu neuen heißen drei, schickt ihr uns gerne per Mail an. Mich. Stahl und Holz. Ja, das ist voll doof. Stahl und Holz, alles aneinander geschrieben, @phantamarena.de. Oder ihr Genau. könnt es bei Instagram auf Stahl und Holz uns als Nachricht schicken, bei Facebook oder in die Kommentare unter die Videos zu dieser Folge auf YouTube bei Lars oder bei mir auf dem Kanal. Genau. Genau, wird auf jeden Fall gelesen und wir freuen uns, wa? So, genau. Denn diesmal, vorhin hast du angefangen, jetzt fange ich mal an, wa? Ich bin mal gespannt. Wir Dritter hören uns so Platz. oft. Pass Ja. auf. Ich Ich will höre zu. Ich ka. bin sehr gespannt. Oh. Ich Jetzt. will kein Crepe. Das würde ich nie sagen. Im Freizeitpark. Das wirst du von mir nie hören. Ich stelle mir das so vor. Gehen wir so nach Hause, ja, komm mal gehen, ne? Ja, hast du gar keinen Krepp? Nö, ich will keinen Krepp. Wie, Nee. du willst kein Crepe? Nein. Nee. Nicht den mit Zucker und Zimt? Nein. Nutella? Ich habe doch gesagt, ich will kein Crepe. Was ist mit dir denn los? Sprichst du kein Deutsch? Das werde ich nie sagen. Ja, das ist. Weil du ja Krebs so gerne magst, ne? Was mag ich gerne? Zu Krebse? Krebs. Also mit Zucker und Zimt. Mag mir Krepes. ja Kreppes. Guck Ja, jetzt mal hier Krebs. an meiner Lippe. Ich glaube, ich habe da mir so eine Kreppes eingefangen. Mit Ja. Herpes habe ich zu kämpfen. Lecker, lecker, lecker. Lecker schlecken. Ja, Ben das muss war erst deine mal Nummer 3. überlegen. Nein, muss ich nicht überlegen. Ich Nein. habe mir das alles schon hier im Köpfchen überlegt. Meine Nummer 3 ist hier anstellen. Nee, Quatsch. Also, ich stelle mich doch nicht hier an. Das wäre meine Nummer 3. Echt? Na klar. Ja, cool. Nee, Wieso, das alles ist gut, doch. wa? Ja. Hä? Nee, Warum alles ist das nicht gut. gut? Doch, also noch, ich fahre doch gerne, ich bin doch dahin, um was zu fahren. So. Und dann gibt es ja auch so Leute, das sind meistens diese Taschenaufpasser, die dann sagen, oh, fahr doch nicht. Nee, oder hier, ich stelle mich doch nicht hier an, guck doch mal, 2 Stunden stelle ich mich doch jetzt nicht an. Ich fahr ja dahin, und, klar, um was zu fahren. Da stelle ich mich doch auch an. Hier stell Ja. dich mal nicht so an und stell dich mal an. So. Doch, das ist, Klasse. also. Ja, cool. Zweiter Platz ist bei mir. Nö, hinten will ich nicht sitzen. Nö, lass mal. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn voll ist oder so, ist mir auch eigentlich relativ Latte zu sitzen, wo. Das ist mir nicht so, klar, würde ich gerne weiter hinten sitzen, aber. Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Also klar, wenn da jetzt viele, sehr, sehr viele Leute sitzen, stehen und warten und vielleicht der vorletzte Platz, hast du ja manchmal auch. Da stehen vielleicht dann nur ein, zwei Leute und die letzte Reihe, da stehen, weiß ich nicht, 20. Ja. Denn das habe ich auch schon mal erlebt. Aber gut, denn so krass bin ich nicht. Denn sei auch, kommt, denn scheiß drauf, denn fahre ich im Vorletzte. Aber ist ja auch hinten. Ja, Ist ja trotzdem hinten. das stimmt, das stimmt. Ja. Mein Platz 2 ist was? Bei Regen? Nee, da fahre ich nicht in den Park. Ja, okay. Weil, ist genau so viel, dass sehr viele Leute sagen und eigentlich so ein bisschen viel, klar, wenn es jetzt klatscht ohne Ende, dann natürlich auch nicht, ne? Aber wenn halt das Wetter nicht so berauschend angesagt ist und es ein bisschen fieselt oder so, da hat man eigentlich die besten Chancen in einem Park, wenn man da nicht oft ist, viel zu fahren, weil viele Leute dann halt zu Hause bleiben. Und meistens ist es ja so im Sommer, dass es ja dann auch irgendwann aufklart. Und dann regnet es vielleicht von, weiß ich nicht, von morgens, wenn der Park aufmacht, bis abends vielleicht 1 Stunde oder 2. Aber da hatte ich so viele tolle Tage an Tagen, wo Regen angesagt war oder es nur ein bisschen gefisselt hat, wo dann halt einfach nichts in dem Park los war und dann an einem Wochenende.
das lohnt sich halt immer, finde ich. Und Ja. deswegen würde ich das nie sagen. Nee. Nee, nehme ich mir mal sowas nicht, sage ich sowas nicht. Nee, nee, sowas kommt aus meinem Mund kommt so etwas nicht heraus. Nee, nee, Okay. nein, 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 nein. Heißt und bleibt. So, dann Platz 1 bei Niemals. mir. Platz 1 bei mir wird so definitiv sein. Nee, ich nehme lieber den Salat anstatt das Schnitzel. Das ist doch nichts Freizeitparktypisches. Naja, Das kannst du ja überall natürlich. sagen. Gastronomiebetriebe, hallo. Das kannst du Gastronomiebetriebe überall im sagen. Freizeitpark. Das kannst du überall sagen. Ja, hinten sitzen kannst du auch fast überall sagen. Ja, ich will Ich auch fahre im immer Auto hinten. hinten. Super, ich sitze hinten. So, mit dem Einkaufswagen stehe ich gerne hinten an der Kasse. Ist auch hinten. Ja, stimmt. Seid doch mal ein Aber bisschen du bist ein kreativ. Schnitzeltier, ne? Du bist ein Schnitzeltier. Du am liebsten Schnitzel. Ja, das ist eigentlich schon fast schon das hier. Oder Bockwurst und Kartoffelsalat. Na, nee, im Jetzt Freizeitpark eher war. Schnitzel. Das Wiener Schnitzel oder schön mit Soße Hollandaise. Oh, Du bist aber dann, du suchst so dann immer nach Schnitzel. Also wenn jetzt zum Beispiel in einem Park bist und da gibt es jetzt so kein Schnitzel, sondern Chinesisch, Krebs. Türkisch, Griechisch oder sowas, dann was sagst du denn, was machst du denn dann? Döner. Du bist. Ich finde immer irgendwas. Hauptsache das Ah, ich Fleisch will immer drin mein und Schnitzel. es knallt. Ich will aber ein Schnitzel. Hat bestimmt Oder immer so ein Tier, Fritten. mein Schnitzel hat der immer im Rucksack halt drin. Das ist sowieso so eine Idee, ne? Jedes Mal denke ich dran, aber ich habe es noch nie durchgezogen, eigentlich. Was Gerade so denn? in so niederländischen und belgischen Parks. Die haben halt überall, wo es Restaurantbetrieb gibt es Mikrowellen, wo man Essen aufwärmen kann, Ja, ich Brei weiß. für Babys. Warum zum Henker nimmt man sich nicht einfach mal diese komischen Mikrowellengerichte mit oder kocht sich was Schönes und nimmt sich das mit und macht das einfach da warm? Das könnte man doch eigentlich machen. Meinst du, die Leute gucken komisch? Ich weiß es nicht. Nö. Nö, also schön Spaghetti Bollo vom Vortag mitnehmen oder so. Oh, na klar. Oh. Und dann so eine Parmesanreibe. Ich habe meinen Parmesan auch dabei. Ich hab's mitgebracht. Das Gute von Kraft. Das schöne Kraft. Oh, diese Tütchen, die immer dabei sind, ne? Ja, früher ja. Heute ja nicht Oh, mehr. Die nee. Schweine haben sie auch Heute, wieder. heutzutage wird selber gerieben. Genau, richtig. So, schön frisch geriebener Parmesan. Parmesan. So. Dein erster Platz. Meine Nummer 1, meine Damen und MB Herren. präsentiert. Was? Ja, was wollte ich sagen? Also, ja, meine Nummer 1 ist. Ja, haben jetzt alles durch. Ist 16 Uhr. Können alle nach Hause fahren, oder? Oh, wie Freizeitpark untypisch. Wieso? Ich kenne Wieso? Leute, die fahren in Freizeitparks, wenn sie keinen Bock mehr haben, wenn sie alles durch haben oder so, fahren die nach Hause. So. Und mich musst du aus dem Park rausziehen. Es würde keinen Tag geben, wo ich selber aus eigenem Wunsch vorzeitig den Park verlasse. Außer es ist Valigator-Park, weil da bin ich wirklich mal früher Ich auch. rausgegangen. Ich bin weg. Aber ansonsten, eigentlich normalerweise würde ich nie sagen, ja, komm, wir gehen vorher. Ja. Weil gerade auch, das hat man mir schon früher als Kind ja eingebläut, gerade in den Sommerferien, zum Beispiel Phantasialand, das ist halt nur mein Homepark, es tut mir leid, sag mal Papa immer, wir bleiben bis zum Schluss. Denn kurz vor Schluss, eine Stunde vorher, die ganzen Reisenden mit den Bussen, die mit den Bussen angekarrt worden sind, die treffen sich immer vorher und fahren dann schon alle nach Hause, weißt du, die ganze Schulklasse und sowas. Das heißt, der Park ist leerer und du kannst am Ende noch mehr fahren und in weniger Abständen, du musst weniger warten als über den Tag verteilt. So, und das ist wirklich immer noch so. Also, oder auch so Leute, die halt mit drei quengelnden Kindern da den ganzen Tag durch den Park laufen, die haben dann auch wahrscheinlich um 16 Uhr keinen Bock mehr und gehen dann auch nach Hause genervt. Aber am Abend kann man halt wirklich mehr fahren als so am Tag über. Die Bahnen sind auch noch warm gefahren, das heißt, es fluppt noch ein bisschen mehr. So,
Und deswegen würde ich nie sagen, komm, lass mal früher nach Hause gehen. Ja, Ich habe ja. keine Lust mehr. So. Ja. Ja, das wäre meine Nummer 1. Das hat er wieder gedingst. Ja, krass. Super cool. Ja, danke für für den Tipp danke Marco. Danke, Marco. Genau. Super Ne? cool. Ja. Jetzt erstmal ein Karatzer. Ein Karatzer. Ah. Ja, ich muss auch mal gucken. Ich habe auch irgendwie noch ein bisschen Hunger. Ich habe heute Cordon Bleu gegessen. Oh, du hast schon Gerade eben gegessen? noch schön. Ja, ich habe schon gegessen. Aber. Ich glaube, ich würde mir heute Toasties machen mit Kartoffelsalat aus der Dose. Muss ich Diese nicht so viel Toasties, Don't abwaschen. Call It Schnitzel Toasties. Ja, Don't Call It Schnitzel, it's a Kotelett. Das habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Hast du das? Hast du wirklich? Hast du das? Schmeckt Ja. das? Es gibt so in so höllenvielen Ja. so Sorten, ne? Gibt es das nicht auch als Ja. Fisch? Dadurch, dass mein Herd ja und mein Backofen kaputt gegangen ist Ach letzte Woche. ja, da war doch noch was. Ja, super. Vermieter bzw. die Firma war heute da, um zu gucken, was damit ist. Jo, ist kaputt. 500 Euro bitte. Nee. Wir sind rausgefahren, wir sind bei Ihnen die Treppen hochgeraufen, wir sind bei Ihnen reingekommen, haben uns das Ding angeguckt, haben Und wir haben gesehen, es Hallo geht nicht mehr gesagt. an. Corona ist ja auch noch, das ist die Corona-Pauschale, die kostet allein schon mal 150 Euro. Ja, deswegen sind wir auch mit drei Mann gekommen. Ja, macht ja nichts, ist ja Vermietersache. Ja. Ach so, Ja, oh, ist ja. gar nicht. Ach Nee, so. für mich ist gratis. Was heißt gratis? Ich hätte jetzt gerne so ich hätte gerne eine schöne neue Küche jetzt. Für Also 5.000 der Euro. Ja. ist ja schon gut, ein neuer Backofen, eine neue Herdplatte, aber das passt ja jetzt gar nicht mehr zu dem ganzen, zu der ganzen Einrichtung. Ich hätte gerne auch eine ganz Nee. neue Küche. Die ist ja beige, ich wollte gerne gelb. Aber ich habe auch gerade momentan, oder beziehungsweise meine Mutter hat das Probleme, mit dem Fernseher. Und zwar macht der so komische Mucken. Das sieht manchmal für ein paar Sekunden immer so aus, als ob da ein Filter drüber liegt, wo der Kontrast mega krass ins Positive halt geht, so dass alles halt überlichtet und keine Ahnung irgendwie ist. Ja, das heißt, meine Mutter sagt jetzt so, ach, ich sehe das gar nicht richtig. Ich Es so, geht ja, also die noch hat doch einfach gut. keinen Bock, einen neuen Fernseher zu kaufen, beziehungsweise einen neuen anzuschließen, weil ich brauche Ja. eigentlich gar keinen, sie braucht gar keinen neuen Fernseher, weil, ja, ich habe nämlich noch einen von vorherigen Zeiten. Der ist eigentlich noch da, wenn ich jetzt mal, ne, weiß ich nicht, noch hier anbaue und ein neues Zimmer habe und ein neues Haus nehme anbauen, dann brauche ich den Fernseher, aber den brauche ich momentan nicht und deswegen könnten wir den jetzt einfach nutzen. Ich so, komm, ich baue dir den an. Ach nö, ich sehe das gar nicht, das brauchen wir gar nicht. Ich so, Mama, das ist die gleiche Marke, das ist auch LG, du kannst sogar die Fernbedienung vom alten Fernseher weiter benutzen. Nein, das will ich nicht. Nö, Nö, brauche ich nein. jetzt, nö, brauche ich nicht. Ja, der verstaubt eh, der wird nicht genutzt, ja. Dann guck mal lieber auf so ein Bild, was irgendwie so springt und oh. Oh, ich wahnsinnig werden. Das ist aber auch, wenn du so ein Problem mit dem Fernseher hast, du weißt erst gar nicht, was ist es? Ist es halt der Ja. Anschluss? Ne? Ist es halt jetzt das Bild, das Signal, was reinkommt? Oder ist es halt das Fernsehbild selber? Und ja, Blu-ray-Player war gar nicht angeschaltet und keine Blu-ray zur Hand. Deshalb habe ich gesagt, was mache ich denn? Wie kontrolliere ich das denn? Dann bin ich mal einfach so ins Menü gegangen von dem Fernseher, habe gedacht, ja, okay, wenn das im Menü jetzt genauso springt, das Bild, dann muss es ja, kann es ja nicht das Signal sein, sondern es muss am Fernseher liegen. Und genau so war es. Ja. Ja, das sind manchmal, erstmal die Fehlerursache zu ermitteln, dauert manchmal. Beim Herd und Backofen geht schnell. Heiß oder nicht heiß, das ist hier die Frage. Ja, und was Genau. machst du jetzt? Wie lang ist das jetzt schon so bei dir? Seit, warte mal, Donnerstagabend ist er kaputt gegangen, wollte ich einen Ofen vorheizen. War das Donnerstag? Ich glaube, es war Donnerstag. Und dann habe ich mich gewundert, hä, warum ist er so kalt und warum ist die Backofen-LED, diese Leuchte aus? Und dann hat es auch schon komisch ein bisschen nach verbrannt, so ein bisschen gerochen, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, toll, Backofen kaputt, super. Na ja, vielleicht geht der Herd zumindest. Aufgedreht, auf volle Pulle, bleibt kalt. Herd auch Ja, im der Herd Arsch. ist im Backofen Ja, eingesteckt, ist ne? eingebaut, ja, irgendwie, ja. Und naja, waren die heute da, geguckt, ob Strom drauf ist. Juhu. Und ich dachte, da ist die Sicherung vielleicht irgendwie raus, aber nee, habe ich schon gesagt, nee, kann nicht, weil wenn ich den Backofen anmache oder den Herd, dann leuchtet die LED trotzdem. Also muss ja irgendwo Strom sein. So, und naja, da haben wir gesagt, nee, der ist durch. Der hat gesagt, c'est la vie. Einen neuen bestellen.
Naja, jetzt in ein, zwei Tagen bestellen die neuen denn und ja, genau. Naja, Stellen und die den hier da die. hin oder bestellen die dann? Nee, nee. Hinstellen, anschließend volle Programm. Okay. Ja. Ja, das heißt Dosenfutter, Mikrowelle oder bestellen, ne? Bestellen, ne? Nee, stimmt gar nicht. Der Papa hat ja auch noch eine Mikrowelle und eine Fritteuse. Ich habe gestern erst das Fett, erstmal 2 Kilogramm Fett gewechselt. Ah, Bei der Fritteuse schön. schön. Und mir ein paar Fritten gemacht. Da gibt es Schön auch so mit. viele leckere Sachen, die du frittieren kannst. Hast du mal einen Snickers frittiert? Nee. Nee. Nee, lass gehen. Ach, aber ich habe schon mal. Iglo, jetzt mal schon wieder Werbung. Sagen wir mal, ich habe schon Fischstäbchen frittiert. Die von Und Hofrost? Und Eismann. Fischfrikadellen. Oh, Oh, Fischfrikadellen. lecker, lecker. Ich habe immer noch keine gekriegt, ne, seitdem wir darüber gesprochen Och, haben. Kind. Oh, Oh, schön mit Brötchen, Fischfrikadellen. schön. Oder Bremer. Weißt du, was ich am Wochenende gemacht habe? Nach langer, Nee. langer, langer Zeit. Da gab es auch eine Story drüber. Ich habe einen Nacho-Salat gemacht. Stimmt, habe Ich ich liebe gesehen. es. Es. Ich liebe es. Nacho-Salat. Es Okay. gibt nichts Besseres, nichts Geileres als die Kombi Salsa-Soße mit Crème fraîche oder Schmand und Spannend. Nachos. Also das ist Okay. so, oh, das muss man probieren. Das ist so mega geil. Ja, und da kann man halt noch ein bisschen. Ich kann es euch mal ganz kurz erzählen. Also, Oh, nee. eine Dose Kidneybohnen, also ist ein Schichtsalat, ja. Und eine, nee, erstmal eine Dose an Mais, dann eine Dose Kidneybohnen rein. Dann kommt darüber ein halbes Glas von der Maggi-Salsa-Soße, die es gibt. Das andere halbe Glas, das verrührt ihr mit vorher angebratenen 500 Gramm Hackfleisch. Das kommt da alles so schön drunter. Muss natürlich Hackfleisch. kalt werden, damit es nicht, ne? Also schön dann praktisch das Hackfleisch in dieser anderen, die andere Hälfte Soße. Das kommt dann praktisch über diese Soße drauf. Dann einen halben Kopfsalat, also Eisbergsalat, oben drüber. Zwei Döschen Schmand oder Creme fraiche. Ich mache das immer so, dass man halt in der Dose die einfach mal so ein bisschen mit dem Löffel so ein bisschen hin und her schüttelt und ein bisschen verrührt. Dann wird das nicht, das Fest ein bisschen flüssiger und dann kann man das schöner verreiben. Also zwei schön davon drauf. Nicht damit sparen. Darauf Ah. kommt dann halt nur noch Gouda-Käse gerieben, ein so ein Paket, was es halt so gibt. Oh, Käse. Und darauf kommen dann halt nochmal, ich muss ja den Namen sagen, Chio Tortilla Chips, also diese Nachos. Ja, Und kenne zwar ich. in der Sorte entweder Paprika Oder oder Hot Hot Salsa. Chili. Achso. Und die kommen halt da so drauf, kannst du da so ein bisschen reinstecken. Wichtig ist aber, tut nur so viel reinstecken, wie ihr wirklich esst. Weil, wenn ihr das, könnt ihr auch alles noch gut am nächsten Tag essen. Da wird aber der Salat, der unten drunter ist, schon so ein bisschen matschig, pampig, ist ja klar, weil es ein frischer Salat ist. Und die Nachos obendrauf, die werden dann halt zum, ja, die sind ja nicht mehr knackig, ne? Deswegen tut euch am besten, mein Tipp, die Nachos erst auf den Teller, wenn der ganze Salat so auf dem Teller so angerichtet ist. Dann sind die nämlich noch richtig krapp. So, und das ist ein mega leckerer Salat. Also gönnt euch den mal, macht den mal selber. Wie gesagt, das ist ganz einfach. Nur die ganzen Sachen in Schichten drauf. Einfach Mais, Kidneybohnen, dann die Soße, Hackfleisch mit der Soße, Salat, Schmand, Schrägstrich Crème fraîche und den Käse. Und dann halt oben drüber die Chips. Sehr, sehr, sehr lecker. Und ich habe das gemacht, wie gesagt. Habe das Bild in die Gruppe gepostet. Und dann, wie Gedankenübertragung, schreibt Moritz mir, rat mal, was wir heute gemacht haben. Ich so, wie, was denn? Schmand. Ja, Nacho-Salat. Die haben auch Nacho-Salat gemacht am gleichen Das Tag. gibt's doch nicht. Wahnsinn, ne? Das ist Kindeskind, das Gedankenübertragung gibt's. ins Sauerland rein, ne? Durch Echter die dicken Jeksch. Sauerländer durch. Und dann, ja. Ja, Es war sehr krass. lecker. Es war sehr lecker. Ich musste den halben Salat abgeben an die Eltern von Vanessa. Ja, ich war dann sehr traurig, dass am nächsten Tag nur noch so wenig habe. Ich glaube, ich musste nächste Woche nochmal machen. Das Ich habe ist schon lecker. wieder Hunger. Oh. Ah, Das lecker. ist lecker. Das ist lecker. Lecker. Ja, cool. Also, Geschmackstipp, wie gesagt, heute nicht nur große Spargelzeit, Spargeltipp, was man da Schönes machen kann als Beilage, sondern auch, oh, den leckeren Salat. Lecker Ich würde mich wirklich mal Spinatchen. freuen. Vielleicht macht der eine oder andere das wirklich mal nach und macht einfach mal eine Story davon bei Instagram. Ich würde mich freuen. Ich würde es natürlich auch, oder wir werden es auch dann nochmal verlinken. Und demnächst gibt es vielleicht nochmal den Tipp.
des großen Nacho-Tellers. Das ist nämlich auch nochmal lecker. Mmh. Ja, mit Käse überbacken. Oh, und Mmh. Jalapenos. Schön mit Hackfleisch drin, schön. Oh, schön, schön, schön. Ja, Oh. sehr lecker. Hunger. Hunger. Hast du schon gegessen? Nee. Ach so. Schön, dass wir hier so über das Essen reden. Ja, genau, richtig schön. Und dann machen wir. Lecker. Oh, that's wirklich lecker, lecker. Oh, Lecker, lecker. Super, Alexa, super Alexa. Attraktion. Super Attraktion. Attraktion, Attraktion. Was war nochmal mit Sakan? Da war da auch noch irgendwas. Was Sakara. habe ich denn? Schlaghagen. Ja, Verstehen Sie, stimmt, meine Damen und Herren? Schlag. Ich habe es auch Schlaghagen. x-mal falsch ausgesprochen. Haben Sie nicht auch dabei? Ich habe irgendwas im Kopf, dass da irgendwas war mit Schlaghagen. Ach, egal. Läuft. Was wissen wir schon, nicht Erfahrt ihr wahr? Was nächste wissen wir Woche. schon? Ja, genau. Wir sind auch wieder bei, oh, 2 Stunden. Ach ja. Ja, wir haben ja Mei. noch das rausgeschnittene, ne? Ja, toll, 15 Sekunden Weil rausgeschnitten. Lars weg war. Nein, du Erst. warst weg. Nee, du Nee, warst weg. du. Nee, Du, du. Klippo. Nee, du. Klippo. Du. Ja. Cool. Der 1. Mai ist doch. Ist das nicht auch der Tag der Randalierenden? War es Weiß nicht ich immer so nicht. Chaostage und Ach so? so, wir in Berlin, ne, oder? Ist das nicht da? Ja, Waren Hannover Berlin und da so nicht waren auch immer? immer Und früher. sagen, scheiß hier Konsum hier, Hauen wir wir mal wollen die lieber arm Scheiben vom Penny bleiben. ein und so. Ja, scheiß Konsum, bringt nur Wohlstand, pfui. Ganz ehrlich, als Jugendlicher war ich auch so. Also jetzt nicht Was? so extrem, aber ja, ich war schon so eine ganz linke Ratte. Ach du Ich lieber bin so Gott. mit so Anarchie-T-Shirts rumgelaufen und hatte Irokesen und so. Ach, echt? Oh, ich will für immer studieren. Yeah. Leistung ist doof. APPD wählen. was für ein Ding? Kennst du, ne? Die alt, wie war das nochmal? APPD hieß die Pogo, das war die Pogo-Partei Deutschlands. Okay. Genau, anarchistische Pogo-Partei Deutschland. Die wollten Bier für alle. Ach du Scheiße. Bier für die Welt und so, ja. Bier für die Welt. Powered by Krombacher. Jetzt schon wieder Werbung. Und Oettinger und Warsteiner und Ja. Bitburger. Ja. Erstmal zu Penny. Oder Erstmal zu Penny. Ich habe Lidl mir oder letztens Aldi oder Edeka oder. einen sehr leckeren Wodka gekauft. Das ist eher mehr Likör, Karamell-Wodka. Das ist lecker. Das schmeckt so wie die Werte des Echte. Ah. Nur unechter. So, jetzt Ja, habe ich und jetzt Karamell-Wodka bin genannt und ich ich der habe Werte des Echte Großvater. genannt. Wir Der kriegen ja ist nämlich keine auch Kohle was für. ganz Besonderes. Das hatten wir auch schon mal. Das passt auch wieder in die Sendung mit den ganzen Werbeblöcken. Ja, genau. Die kleine Ne? Bertram. Ja. Na, Und magst den du auch einen ersten kleinen Bonbon? Bonbon isst er noch heute. Stock Riesen, bitte, Frau Lange. Ja, den ersten Das war auch so ein ausgepackt kleiner und gleich in Nazi-Opa, den Mund glaube ich. gesteckt. Oh mein Gott. War schon mal so ganz nett zu seinem Enkelchen und so zu Hause hat er irgendwie so Nationalflaggen an der Wand kleben oder Keine so. Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht. War schon wieder dunkel bei uns. Und macht sich da seine Zigaretten auf dem Küchentisch hier, auf dem Kacheltisch. Also, liebe Leute, wenn ihr Zigaretten stopft und einen Kachel und das auf einem Kacheltisch mit so einem großen Eimer Tabak und trinkt gerade aus einem McDonald's Coca-Cola-Glas, dann seid ihr bei RTL 2 angekommen, auf Oh jeden Fall. Also Gott. dann. Raucht lieber gar nicht, vergiss es. Ja, raucht lieber gar nicht, trinkt Kaffee. Genau, wie ich. Trink Genau. Kaffee. Am besten Aber mit nur den einem Cookie guten. dran. Was? Drum. Am besten mit so einem Cookie oben drauf. Und kalt. Kalt muss er sein. Kalt muss er sein. Wie eine Hundeschnauze. Kalt muss er sein, geh. Ja, Genau. dieses Nee, Zeug nimm mir nicht da. den Kaffee weg, der da, ne? Der Nee, Laden. das Ich ist glaube, auch das kauft komisch, nur ne? ich. Was? Deutschland ist auch so ein Kaffeeland. Warum ist der Kaffee, geht der nicht zur Neige? Hier bei unseren ganzen Hamsterkäufern. Ich habe noch genügend. Also, wir haben bei uns einen Also Laden, der nicht. ist auch so mega im Social-Media-Bereich tätig. Hier so ein Rewe. Grüße gehen raus an Rewe Stenden hier in Aachen. Grüße. Die haben jetzt am Wochenende sensationell gepostet. Wir haben jetzt auch für euch, haben wir gar nicht drüber geredet, aber ist so. Es gibt ja Mundschutzpflicht ab heute, mindestens bei uns in NRW. Aber bei uns ab Mittwoch. Community-Masken. Und die haben diese Papiermasken da. Oh, jetzt auch bei uns erhältlich, bla bla. 50er Pack, nur 49,99 Euro. Oh,
Und dann so 1 Euro pro Maske. Und dann, boah, ey, da ging der Shitstorm aber los. Ja? Das nennt man aus der Not Habgier Profit machen. Bla bla. Und da haben da Leute gepostet, hier, guck mal, 20 Masken für 3 Euro und weiß ich was. Und dann schrieben die so, ja, wir kaufen die zum, wir haben da kein, wir machen da keinen Profit mit, wir kaufen die Masken so ein, als ob ein Rewe einfach Masken kauft aus Freundlichkeit und die ohne Profit an die Bevölkerung abgibt. Hallo? Wo wohnen wir denn? Wir reden hier von Rewe und nicht von Edeka. Von Edeka. Oh Gott, nee, also der hat sowieso, so reißerische Bilder, auch mit hier, weiß ich nicht, mit Klopapier, LKWs voller Klopapier hat er gepostet und dann irgendwie hat er am Anfang der Krise, der hat der Typ, haben sie auch irgendwie geschrieben von wegen, ja, keine Ahnung, wir danken allen Mitarbeitern für diese großartige Unterstützung in dieser Zeit, in der Corona-Krise das zu überbrücken und also das hörte sich in diesem Titel, hörte sich das eher so an, ja, wir machen jetzt das Geschäft unseres Lebens und gut, dass ihr jetzt alle da seid. Und ja, da habe ich dann auch mal so einen negativen Kommentar runter verfasst. Ja, ich war ein Wutbürger in dieser Minute. Und was soll ich sagen? Rewe Stenden ist nicht ehrlich mit seinen Kunden, denn dieser Kommentar war nach einer Stunde gelöscht, meine Damen und Herren. Kauft ja, nicht bei Rewe Stenden und geht lieber zu, weiß ich nicht. Du hast einen Hasskommentar geschrieben, das wird sofort gelöscht. Ja, Hasskommentar. Ja. Richtig. Die haben das Hausrecht bei ihrer Facebook-Seite. Da gibt es keine Demokratie. Fertig. Weg. Löschen. Rewe Stenden kauft anderen Rewe die Klopapierstangen weg. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so eine Sache, das finde ich nicht so gut. Das muss nicht sein. Also dann da auch mit Geld zu machen. Ja, also noch mehr Geld, als man sowieso macht. Ich weiß nicht. Jeder Rewe ist, glaube ich, für sich verantwortlich, aber der Stenden, das ist sowieso ein Laden. Da gehst du rein. Das sind 3 Generationen oder 2 Generationen, die da noch sind. Das ist so ein alter Betrieb in Aachen und der Opa Ständen, der sitzt da auch noch in der Ecke immer. Und dann hörst du immer den jungen Ständen. Du kannst da nicht einkaufen. Ich gehe da so ungern einkaufen. Du gehst da einkaufen und du hörst über diese Sprechanlage da immer so eingesprochene Sachen. Da sitzt denn der Chef am Mikrofon und sagt dann so: Die Angebote, oder? Liebe Kunden. Heute, und immer mit diesen Pausen, heute im Angebot bei Ihrem Rewe Ständen. Brechböhnchen für 99 Cent. Und Knackfrisch. Und dann so gar nichts. Und dann probieren Sie auch unser neues Backsortiment. Mohnbrötchen im Zweierpack. Nur 89 Cent. Hier bei Ihrem Rewe Ständen. Das kenne ich noch von alten. So jedes Mal, Alter. Ja, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Das kenne ich noch hier in Norddeutschland. Da haben sie auch so einen Markt, also über Anlage, ne? Und das gibt es hier schon lange nicht mehr. Und da hieß es, und knackfrisch, jetzt in der Wursttheke für 1,99 und die Äpfel für nur 99 Pfennige. Ja, das ist ja auch okay, aber der redet halt, so redet kein Mensch, der macht immer. Du musst das übertreiben, du musst das übertun. Diese Pausen. Und dann geht es irgendwann weiter. Hier bei ihrem Rewe Ständen. Und du siehst halt, wenn du durch diese Gänge gehst und du siehst die Leute da, die da arbeiten, die dann die Sachen auffüllen, wie die immer ihre Augen verdrehen, weil die das selber so unfassbar peinlich finden, wie ihr Chef jede Viertelstunde über die neuesten Angebote in ihrem Rewe Ständen philosophiert. Und ich denke mir auch mal, vielleicht hat er auch mal so einen schlechten Tag und dann erzählt er irgendwie so, liebe Kunden, heute Morgen hat mich meine Frau verlassen. Meine Kinder und ich sind jetzt auf uns alleine gestellt. Hier spricht Ihr neuer Newsletter. Ja. Gut, ich habe zwar alkoholische Probleme, aber die kriege ich nach dem Kokain Entzug auch noch in den Griff. Heute im Angebot Heroinspritzen. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. 99 Pfennige. Kaufen Sie dazu direkt auch Ihre Mundmasken für 49,99 Euro. Also, ich finde, das ist ein bisschen teuer. Auch wenn es 50 Stück sind, ich finde das ein bisschen heftig. Naja. Ist ja auch teilweise einige Masken für 9 Euro oder 10 Euro. Eine. Ja, oder gut. Für 15 Euro. Ja.
Ja, Energilandia zu, übrigens verkauft Masken mit dem Achterbein-Design oder mit Energus drauf. Das ist das Maskottchen aus Energus. dem Park. Energus. 30 irgendwie polnische Zloty. Was ist das auf, auf Auf Deutsch? Auf Deutsch. Euronisch? Weiß nicht, Ich keine weiß nicht. Ist Ahnung. wahrscheinlich weniger. Ja. Tja. Vielleicht, ja, egal. Vielleicht sollte man sich auch mal so Masken machen, Lars. Ich habe sogar eine. Vanessas Mutter ist eine Schneiderin, die schon eben macht so, sowas gerne. Die ist nur noch Masken am Machen seit Wochen. Vielleicht können wir da Krass. auch mal unser eigenes Logo drauf klatschen. Ja, Unser Stahl super. und Holz. Schnüffel durch mit Ja, Stahl und genau. Holz oder so. Ja. Ja. Naja, ich würde dich nicht länger vom Essen abhalten. Komm gut durch den Feiertag, geh Du ein auch, mein bisschen Sohn. demonstrieren. Sei Was ist anständig. nochmal? Was ist denn nochmal der 1. Mai? Was ist der Tag der Das ist Arbeit oder was anderes? Freitag. Freitag. Jetzt guckt der noch mal. Oh, Nee. meine Fresse. Ja. Ja, natürlich ist Freitag. Der 1. Mai ist der Feiertag der Arbeiterbewegung. Ist das Ach nicht irgendwas von Adi so. noch? Ach, Ja, Hauptsache ich habe ne? frei. Das Das ist wäre so noch geil, dass man ganz am Tag der normal. Arbeit nicht arbeiten muss. Was? Das ist richtig. Das ist. Naja, egal. Da wird die Oder Kohle nee, gezählt. ich war noch in Wirtschaftswitze, das ist gar nichts, ist keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will mich ja jetzt Naja. geschichtlich auch nicht so aus dem Fenster legen. Ist auch nicht so wichtig. Nee, Hauptsache frei. Frei So. ist frei. Na, 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 na. Ja, kommt gut durch die Woche, kommt Ja. gut durch den Feiertag. Ein etwas längeres Wochenende steht euch vor der Tür. Ja, ich würde sagen, ja, danke, Lars. Danke, Für diese Ben. Therapiesetzung heute. Ach, übrigens, wir brauchen noch einen Namen für die Folge. Du bist diesmal dran. Ja, das sage ich dir gleich. Ach so. Oh. Oh, es gibt noch einen Off-Take. Es gibt noch einen Off-Take. Ja, ja, also von meiner Seite, ja, sag du erstmal tschö und dann sag ich tschö und dann, weil, ne, ist ja, ich Ja, muss ja das eine wieder vor dem anderen sagen. wir hoffen, ihr hattet Spaß gehabt bei unseren aktuellen Therapierunde. Ne? Und wenn ihr Spaß gehabt, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für irgendwelche Themen, schreibt die gerne in die Kommentare auf YouTube, Twitter, Quatsch, auf YouTube von Funtime Arena oder auf, wie heißt das Ding, Funfair Blog. Oder schreibt einfach eine E-Mail an stahlundholz@funtimearena.de, ne? Ja, oder schreibt eine PN über unsere Facebook-Seite Stahl und Holz oder Instagram Stahl und Holz und dann lesen wir das und dann wird es auch dementsprechend umgesetzt. Bewertet uns auf, wie heißt das Ding, auf Apple, iTunes, ne? Wir haben, glaube ich, auch schon 12 Bewertungen, kann das sein? Ich habe neulich auch geguckt. Zwölf. Ja, bei iTunes, Oder also iTunes, genau. ja, stimmt, das ist das ja. Ich 12? gucke gerade nochmal. Ja. Es waren letztes Mal waren es 12. Auf jeden Fall 12. vielen Dank für jedes Vielen lieben einzelne. Dank. Ja, 12. 12, genau. Ja, ansonsten, genau, genießt das lange Wochenende, ne, schön Mai und hast nicht gesehen, paar schöne freie Tage, schönes Wetter soll's, oder? Ich weiß gar nicht, wie das Wetter wird, ich habe noch gar nicht geguckt. Ja gut, viel können wir ja auch nicht machen. Also, tja, kauft euch mal ein schönes Schnitzel, bestellt euch was, ne? Von Tillmann so. Von Tillmannsen. So schlecht sind die gar nicht. Aber Boah, gut. Pressfleisch. Die kannst du in Toaster reinballern. Und dann schmecken die so mit Mayo oder mit Ketchup. Oder was auch geht ist. Ach komm. Toaster rein. Also Toast hier rein. Und dann hier Toastbrot dazwischen. Und machst Salat mit drauf. Und hier. Oh. Ja, schön. So ein richtiges Oder zwischen Sandwich. Brötchen. Ich sehe, es Ich gibt ist auch noch einen egal. kulinarischen Tipp von Lars zum Ende der Sendung. Super, klasse. Genau. Da habt euch wohl euer Herr News. Boah, da muss ich aber noch ganz kurz. Herr Newstime hat, der ist jetzt bei Twitch auch und der hat letztens wohl, hatte sich in einem 24-12-Stunden-Stream, hat er sich besoffen. Und hat dann so Videos geguckt, Reaction-Videos, auch noch von hier Artikel 13. Und da hat der aber, der konnte sich gar nicht mehr halten. Der ist so besoffen gewesen, der hat irgendwelche fremden YouTuber da sowas von beleidigt und hat sich dafür nachher nochmal entschuldigt. Und hat auch irgendwie so Lieder gesungen und sowas. Alter, der Typ ist Krass. sowieso schon lächerlich, aber das, ey, der Typ, allein die Stimme von dem. Oh, ja, es Ah, ist auch nicht ja. so meine Herr Welt. Newstime, aber der hat letztens meine Frage beantwortet. Ich war bei dem im Stream, habe gesagt, wo hast denn du dein Logo hinten? Wer macht denn so Logos? Ich hätte auch gern so ein Logo für meinem hinten bei mir. Und das habe ich selber gemacht. Ja. Punkt. Naja, egal. Das sind Probleme. Gut, das war's von mir.
Richtig. Das war's von dir. Ich mach's ganz kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir Unterreich wisst ihr Dankeschön. jetzt. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Feiertag gehabt zu haben. Vielleicht hört uns ja was danach und sitzt gerade in der Badewanne und ihr habt gerade eine schöne Badekugel zwischen den. Na, egal. Auf jeden Fall macht es euch gemütlich. Habt es euch gemütlich gemacht. Wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal hier bei diesem Podcast, der da heißt Stahl und Holz. Gehabt euch wohl. Newstime.